guten Jared Leto aus Blade Runner. Ja, wie du schon vorher gesagt hast, ich habe mir beide Figuren als Blade Runner eigentlich bin ich damit auch beliebt. Nur ja, jetzt hier interessiert mich doch irgendwo doch ein bisschen, weil ich mal die Figur an sich, ja, Hetzgal geht frontal, muss ich sagen, gefällt mir nicht so ganz. Und von der Seite wiederum finde ich die Likeness passt, aber ja, da würde ich mal sagen, Outfit, ja, sehr, sehr schlicht und war schräg, ja, sieht auf jeden Fall wie Jeff Bridges aus Tron Legacy. John was. Wie gesagt, bin eigentlich sehr zufrieden mit den zwei Figuren von Blade Runner von Super Metroid. Also Outfit, muss ich sagen, machen die echt sehr gut. Jetzt kann zu Harrison Ford aber richtig gut hinbekommen. Bei Ryan Gosling, ja, so da la, aber das hat mich halt so genervt, weil ich finde so oder so, dass ich dann anderen hätte hole. In dem Fall hier, wie gesagt, abwarten. Ich finde auch so eigentlich ganz cool, die Feature mit dem LED oder wo, was man da so hat. Das sein soll, dann aussehen wird, ob du da so ein extra Stand hast, wo du es kannst. Mal gucken. Vorbestellt habe ich den auf jeden Fall nicht. Ich werde einfach abwarten. Sollte mir den gefallen, ein Endprodukt und so, kann ich mir immer noch holen. Wie gesagt, dann ist es auch teuer. Aber im Großen und Ganzen bin ich schon interessiert, sollte was werden. Ja. Okay. Ja, Ferdi, wie sieht's bei dir aus? Der gute Blade Hunter von Supermad Toys. Erstmal, wie fandst du den Film und wer die Figur war für dich? Also bei Blade Runner mochte ich ehrlich gesagt nur den ersten Film, auch wenn es sehr lange ist, her ist, dass ich den gesehen habe. Den zweiten Teil habe ich auch gesehen, fand ich aber ehrlich gesagt nicht so dolle. Und bin, wie gesagt, auch nicht so der Jared Leto-Fan. Und bin aber auf seinen Morbius gespannt, wenn der Film irgendwann mal kommt. Aber den Charakter fand ich halt nicht so dolle. Wie gesagt, ich fand den ganzen Film jetzt nicht so. Und was die Figur angeht, also ich finde den Headscape ehrlich gesagt überhaupt nicht gut. Und da ist auch nichts an der Figur, was mich sonst ansprechen würde. Und daher, da halte ich mich jetzt kurz. Es ist leider überhaupt nichts für mich. Ja. Ja, sieht ein bisschen aus wie der Future Jesus, ich weiß auch. ist so wie der Charakter halt ist. Zu dem Film muss ich tatsächlich noch mal ganz kurz sagen, ich glaube, das ist einer der wenigen Filme, wo viele, viele Jahre später, wo das Sequel gedreht wurde, das Sequel besser als das Original ist, auch tatsächlich von den Kritikern so wahrgenommen. Ja. Leider sehr, sehr schade, es war ein absoluter Flop. An den Kinokassen ist von den Kritikern absolut hochgelobt worden, ist an den Kinokassen aber komplett untergegangen. Ja, ist aber Denis Villeneuve, der immer, würde ich behaupten, so qualitativ hochwertige, aber eben auch tiefgründige Filme ein Stück weit macht. Und das erwarte ich jetzt auch mit Dune und ich erwarte auch tatsächlich bei Dune, dass das vielleicht der einzige Film von der geplanten Trilogie sein wird. Oder ich glaube, es sind nur zwei, wo er machen wollte, weil der vielleicht auch nicht so an den Kinokassen explodiert, wie man sich das vorstellt, weil er immer qualitativ mega hochwertige und optisch opulente Filme macht, die aber sehr deep gehen. Und eben nicht unbedingt nonstop knallen und explodieren die ganze Zeit. Und ja, sagen wir mal so, der erste Blade Runner war sowieso auch anfänglich ein Flop und wurde auch so wahrgenommen und wurde von den Kritikern auch echt zerrissen. Und ist über die Jahre hinweg gab es da so einen ganz, ganz krassen Turn, wo der so ein absoluter Kult-Classic geworden ist und auch die Kritiker ihn dementsprechend eingeschätzt haben. Also ich feiere den zweiten Teil absolut mega, mega. Und aber die Figur, wie gesagt, wie auch der Charakter, ist jetzt nichts, was für mich specialmäßig wäre. Okay, dann gehen wir mal weiter und dann fassen wir hier einfach mal zusammen. Es gibt tatsächlich von TB League, für die meisten noch bekannt als Phison, eine Pharao-Figur, nämlich den Tutanchamun in der schwarzen und in der weißen Variante. Für die, die es nicht wissen, TB League macht sehr, sehr viele mythologische Figuren, auch sehr, sehr viele, ja, angehauchte Figuren, so Mittelalter beziehungsweise Barbaren und jetzt hier auch aus, ja, mehr oder weniger Ägypten. Dann gibt es ganz, ganz viele, wie gesagt, wie ich schon gesagt habe, mythologische Figuren. Natürlich machen die sehr viel mit ihren feißen Frauenbuddies, wo sie da ganz abgefahrene Figuren raushauen. Und die bringen eben jetzt hier den Pharao.
Ich fasse mich da ganz kurz. Tibi League bzw. Faizen, die Figuren, die die machen, sind immer sehr hochwertig und cool. Und auch der sieht sehr, sehr nice aus. Leider Gottes passt er jetzt einfach nicht so momentan in mein Pre-Order-Schema. Und dementsprechend wird der nix. Aber tatsächlich der Schwarze, der wäre es bei mir. Der Schwarze Tugen Amun, den finde ich schon geil. Und zusammen mit dem Bayek, mit dem Assassin, würde das wahrscheinlich richtig nice aussehen. Ich glaube, das wird auch wieder. Und Tibi League ist dafür bekannt, dass ihre Figuren eigentlich relativ hochwertig sind, auch hier wieder der Fall sein. Hätte ich prinzipiell eigentlich schon Bock drauf, aber wird $270 kosten, das heißt etwa 250 €. Und da habe ich durchaus andere Charaktere, die ich momentan priorisiere, für so einen Preis zu kaufen. Wird im Juli 2021, also demnächst schon erscheinen. Hier war tatsächlich das Fenster von Pre-Order bis zum Erscheinen sehr, sehr kurz, aber sieht super nice aus. Ja, Andrea, wie sieht's bei dir aus von Tibi League, den Pharao? Wie findest du und wäre was für dich? Ja, also so das Gesamtpaket sieht eigentlich schon sehr cool aus. Für mich ist aber leider auch keine Kaufoption. Und ich sag mal so, wenn so eine Figur bei mir in der Sammlung reinkommt, dann ist es von Stargate. Ich will den genau so haben. Also das Thema hattest du auch schon mal in deine Gruppe rausgeholt und so, da bin ich auch voll mit dir. Ich bin auch den Film, den absoluten Klassiker, was ich auch überhaupt nicht nachvollziehen kann, warum da niemand bis jetzt was gemacht hat. Nur jetzt aber mit dem hier weiß ich mal, ob er sich daraus ein Custom zu machen kann, weil der müsste ja eigentlich ähnlich sein, wenn ich noch kenne. Aber ja, jetzt dafür extra 150 € auszugeben, um erstmal den Kopf zu haben und darauf halt Custom aufzubauen, naja, macht eigentlich nicht so viel Sinn. Aber wie gesagt, das Gesamtpaket, was die da auch immer wieder machen, finde ich auch ganz cool. Wenn ich Da muss ich sagen, verstehe ich nicht ganz, warum die jedes Mal so ultra muskulöse Bodies dafür nehmen Ja, müssen. Also, weil das die Bodies sind, die die haben. Die wollen immer die fetten Bodies da raushauen, die richtigen Armbodies. ja, schau, ich meine, aber die haben auch andere Ja, gemacht und so. klar. Also, ich verstehe echt, entweder, ich meine, okay, gut, bei den Frauen auch total übertrieben, die müssen immer so ein Pamela Anderson-Body nehmen und so mit ultra Tipps. Klar, okay, gut, da gibt es genügend Leute, die auch sowas stehen, aber. Finde die halt immer so ein bisschen too much, wirklich. Aber wie gesagt, sonst Tubio-mäßig und auch von den Outfit her und so, die gefallen mir auch sehr gut. Die haben ja auch sogar so ein Tubio und so ein Thron, was auch sehr cool aussieht. Wie gesagt, aber ja, für mich kommt sowas eigentlich nicht in Frage, weil wenn schon hätte ich gern sowas der Art, weil es ist ja sehr ähnlich, nur aber auch Stargate. Das ist toll. Ja, also wie gesagt, bei Stargate habe ich ja schon oft genug gesagt. Ah, ich träume davon. Es wäre einfach so geil, wenn da mal was Hochwertiges kommt, dann am besten noch mit Diecast und was weiß ich. Ja, aber an sich trotzdem eine ganz coole Figur. Ferdi, wie sieht's bei dir aus, der gute Tugen Amun? Wie findest du und wäre was für dich? Also ich mag generell Charaktere aus der Mythologie. Ich finde auch schön, was Tibi League da immer wieder raushaut. Wenn ich mehr Platz hätte, und weil das sind halt Charaktere, zu denen ich jetzt keinen so Direktbezug habe, aber wenn ich mehr Platz hätte, hätte ich mir auch gerne da ein paar geholt. Speziell dieser Tibi League-Reihe, also zum Thema Mythologie, altes Ägypten, da hat mir auch der Horus und der vor allem der Anubis sehr gut gefallen. Der Anubis könnte auch nochmal seinen Weg zu mir finden. Der Pharao, ich finde, der sieht sehr cool aus. Wäre jetzt eigentlich nichts für mich, auch wenn er auch optisch viel hermacht. Und weil bin jetzt vom Design her jetzt nicht so der Fan. Also wenn, dann wäre es wirklich der Anubis. Aber der Pharao so sieht natürlich auch sehr, sehr cool aus. Wäre aber jetzt nichts für mich. Hat aber einen Vorteil. Die Seamless Buddies sind. Also die meisten davon sind ja auch leider anfällig für Risse, wenn man die extrem post. Die Tibi League Buddies sind, was das angeht, zwar etwas resistenter als Seamless Buddies von anderen Herstellern, aber auch die können irgendwann mal reißen, je nachdem, wie man die post und Wetterbedingungen etc. hin und her. Auch die können Risse bekommen. Hier hat es halt den Vorteil bei dem Pharao, da er komplett in Klamotten gehüllt ist, wenn er jetzt irgendwo so einen kleinen Riss hätte, der Body, wäre das jetzt nicht, würde man es halt nicht sehen. Es wäre jetzt nicht so dramatisch bei dieser Figur. Das ist da halt der Vorteil hier. Aber generell denke ich, werde ich mir den so nicht hinstellen, sage ich mal, würde ich mir nicht zulegen, weil dafür langt bei mir einfach der Platz auch nicht. Und preislich finde ich eher sogar angemessen.
weil es ist ein hochwertiger Buddy, das Zubehör ist auch immer sehr schön gemacht. Da denke ich, der Preis passt sogar irgendwo, ist auch ein Stück weit gerechtfertigt. Aber jetzt momentan mit einer anderen Figur im Pre-Order könnte ich mir jetzt den nicht, oder generell auch den Anubis, jetzt leider nicht dieses Jahr zulegen. Vielleicht nächstes Jahr den Anubis, das bleibt mal abzuwarten, ja. Ja, also nur um das nochmal klarzustellen, ich finde das preislich auch angemessen, nur wenn ich jetzt 250 € für eine Figur auszugeben hätte, dann wären da eben andere, die Priorität hätten als jetzt ein Pharao. So war das angedacht. Obwohl die Figur eben sehr, sehr cool ist, definitiv. Ja, wie gesagt, Tibelik und Fei sind eigentlich coole Sachen. Wenn ich mir nochmal sowas Mythologisches zulegen werde, ich habe auf meiner To-Do-Liste, Figuren-To-Do-Liste, ich glaube, Co-Model ist es immer noch den Ares, den brauche ich mit der kompletten Metallrüstung. Er ist einfach brutal. Der Ja, ist. der ist cool, da hatte ich auch schon überlegt. Ja, der Oh, sieht wirklich geil aus. er ist Richtig geil. ein Traum, wie der aussieht. Der Herkules jetzt nicht Ja. unbedingt, aber der Ares sieht. Ja, Uiuiuiui. auf jeden Fall. Der wäre auch noch so einer, wo ich sage, ey, könnte man sich gönnen. Na gut, dann würde ich sagen, dann machen wir weiter. Und dann tatsächlich was, wo ich glaube, wo der eine oder andere echt drauf gewartet hat, vielleicht auch. Wir gehen jetzt mal zu Infamous Toys oder In16 Famous. Keine Ahnung, wie es dann im Endeffekt ausgesprochen wird. Ja, der Ebony Maw, der oder hier genannt Space Wizard. Aus der Truppe eben von dem Thanos. Wie heißt die Gruppe nochmal, Ferdi? Die hat ja auch Black irgendeinen. Order. Wie? Black Order. Black Order, genau. Black Order, Black genau. Order von Thanos, genau. Und ja, den Ebony Maw hier in diesem Fall, tatsächlich, hier sieht man es direkt auf dem ersten Bild. Da haben wir mal wieder mehr oder weniger gut zu dem, was der Andrea vorhin gesagt hat. Der wird 34 cm groß sein, also auch schon ein bisschen größer. Gab es jetzt schon etliche Customs dazu, wo ein paar davon auch ganz gut aussahen. Und ich fasse mich hier ganz kurz. Ich finde cool, dass sie ihn gemacht haben, weil ich finde es ein wichtiger Charakter, vielleicht auch für Infinity War. Passt zu einem Thanos wahrscheinlich sensationell und vielleicht auch in einem Pose zusammen mit Doctor Strange ganz geil. Auf den Fotos sieht er spitze aus. Sieht er spitze aus. Das Outfit sieht gut aus. Der Head sieht richtig stark aus. Das Real Hair sieht richtig stark aus. Und ja, ich habe euch vorhin gesagt, wir kommen noch zu einer Figur, wo wir ein Head haben, der wahrscheinlich so aussehen wird, wie Jared Letos Joker später dann released ist. Der wird wahrscheinlich so aussehen wie hier von unserem Space Wizard das Gesicht. Wenn der gute Zack Snyder Joker rauskommt, dann wird er wahrscheinlich irgendwie eher so in die Richtung gehen als Jared Leto. Aber hier für den Space Wizard, ja, von den Ebony Maw sieht es natürlich killer aus. Also. Man muss jetzt ganz klar sagen, wir haben hier wieder Promobilder. Ob die Figur so rauskommt, steht in den Sternen und Infamous 1/6 Scale Toys ist jetzt auch nichts, wo man sagen kann, ey, ist absolut bekannt. Nichtsdestotrotz ist es zumindest rein auf den Bildern jetzt was, wo ich sagen kann, sieht schon echt schnieke aus und kostet 100. Das ist das Einzige, was mich stutzig macht, so ein bisschen. Viertes Quartal 2021 soll der released werden. Sieht megamäßig von der Qualität aus. Ich bin ganz ehrlich, wenn du die ganzen Logos wegmachst und du knallst da Hot Toys hin, würde ich das glauben. Anhand der Bilder, die du da siehst. Kostet aber nur $164, was in etwa 140 € entsprechen wird. 140 €, ob das wirklich so rauskommt, uff, ist einfach, hätte ich immer noch ein bisschen Bauchschmerzen, aber da würde ich das Risiko eingehen. Einfach nur, weil die Bilder hier zumindest abgefahren gut aussehen. Und ein kleines Downgrade nicht so schlimm wären, weil die Qualität hier so irre aussieht. Aber da bin ich sehr gespannt. Wie sieht's hier aus, Ferdi? Du bist ja ein riesengroßer, ja, auch Thanos-Fan, obwohl du deinen Thanos, glaube ich, sogar verkloppt hast jetzt. Ja, hier aus dem Black Order, den Ebony Maw, hättest du Bock drauf auf unseren Space Wizard? Also vorab, nee, ich habe von den drei Thanos, die ich hatte von Hot Toys, tatsächlich nur den ersten verkauft, also den mit Throne, Okay. habe aber den Infinity War und den Endgame Thanos behalten. Und es kommt sogar noch der Battle Damage aus Endgame und die drei Hui. möchte ich dann behalten, aber alle vier zu behalten wäre jetzt krass geworden. Zumal ich ja noch 20 Thanos-Figuren habe. Von anderen Herstellern. Echt? Nee, Hui. ja, ich habe insgesamt jetzt 24 Hui. Thanos-Figuren. Ja. Wie gesagt, von Hot Toys langen mir dann im Endeffekt dann drei, das langt auch. Müssen nicht alle vier sein. Vor allem beim ersten Hot Toys Thanos wirklich nur der Thron, das sage ich jetzt mal, besondere war. Und dafür nimmt er einfach zu viel Platz. Das Ding war ja riesig mit Thron.
Und da habe ich halt nur den ersten halt vertickt. Ja gut, zu der Figur, wie gesagt, die wird zu meinem Infinity War Thanos passen. Die wird auch zu meinem Doctor Strange passen. Wäre auf jeden Fall eine Idee wert. Aber wie du schon gesagt hast, die Firma sagt mir gar nichts. Da muss ich auch abwarten, was kommt am Ende raus. Da kann sonst was dabei rauskommen. Die Größe, ich denke, wenn ich es richtig im Kopf habe, Ebony Maw ist auch größer als Durchschnitt. Das ist so ein, wie sagt man, so ein langer Lulatsch, sage ich jetzt mal so. Ja. Daher schreckt mich die Größe in dem Fall gar nicht mal so ab, aber müsste ich auch noch mal vergleichen, wie groß der tatsächlich war. Aber auf jeden Fall abwarten. Eine Überlegung ist es wert. Ich mag den Charakter auch. Ich finde auch die Sprüche, die er da gebracht hat, fand ich auch ganz cool. Aber da schaue ich mal, wie das Endprodukt aussieht. Ja, aber ich verfolge das auf jeden Fall. Ne? Und wenn der so günstig ist und halbwegs vernünftig aussieht, ja, also an die Promo-Bilder rankommt, dann sage ich mir auch, wieso nicht? Ja, nimmt zwar auch nochmal Platz weg, aber ist halt ein cooler Charakter und passt halt irgendwo, wird bei mir halt gut in die Sammlung auch reinpassen. Deswegen gucke ich mal, was da rauskommt. Ja, Andrea, wie sieht's bei dir aus? Der Space Wizard von Infamous 16 Collectible Toys Superstar, was weiß ich. Hättest du Bock drauf oder eher nicht so? Ja, schwierig, schwierig. Also ich gebe euch auf jeden Fall recht, ja. Von den Bildern her sieht es wirklich sehr, sehr stark aus. Ich glaube, erst jetzt habe ich mir den wirklich richtig, richtig gut angeschaut, also die Bilder. Ja, der sieht wirklich richtig gut aus. Aber ja, was tatsächlich am Ende rauskommt, wie ihr auch schon gesagt habt, abwarten. Passen würde im Endeffekt auch schon zu meinen Figuren, weil ich habe ja den Infinity War Thanos und Strange auch. Ihn fand ich an sich auch cool, vielleicht sogar der coolste von den hier, glaube ich, sind es vier aus dem Black Order? Glaube ich? Drei, oder? Das ist Nee, vier, der vier. vier, echt? Doch vier, ne? Vier. Ja, weil es gibt ja Ja. die Pussy, ihn, der ganz Ah, große. ich hab den Typ vergessen mit den spitzen Ohren, der abgestochen wird. Ja, richtig, Genau, richtig. und den da, Ja. ja. Corvus Glaive. Also es gibt Corvus Glaive, Proxima Midnight, Obsidian Kull und Ebony Maw. Ah, wenn wir hier den Marvel Super Brain am Ah, Start haben, das müssen ja. wir auch nutzen. Ah ja, der weiß alles Bescheid. Nee, wie gesagt, cool, klar, natürlich. Mal gucken, ob vielleicht auch noch die andere gemacht werden. Ne? Ich meine, wenn die wirklich alle vier so mit Thanos wäre, schon richtig pervers, das müsste ich schon zugeben. Aber ob die jetzt auch noch gemacht werden, und wie gesagt, mal gucken erstmal, wie der hier wird. Ne? Wie gesagt, Bilder sehen super aus. Muss ich auch ganz klar einstehen, also gar keine Frage. Aber mal gucken. Da muss man einfach. Wie gesagt, es geht halt wieder dieses Thema Marvel. Da willst du eigentlich eher was verkaufen und dann holst du dir eher was dazu, weißt du? Das ist halt, da könntest du dich selbst schlagen, wenn du sowas. Es ist Ja. ein stetiger Kreislauf. Ja, Ja. das Circle of Life. Okay, ich bin fertig hier. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, es wäre natürlich Hammer, wenn sie hier komplett die ganze Black Order-Truppe machen. Auch hier wieder würde ich ganz klar sagen, wahrscheinlich eher nicht. Allein dieser Typ, der seinen Arm da verschießen kann, dieser Riesentyp, das ist ja, da braucht er ja schon fast einen Hulk-like Body, da, um den halbwegs wieder zu machen. Wobei jetzt die Lady Proxima oder wie die heißt, da kannst du Ja, wahrscheinlich, Proxima Midnight. genau, Proxima Midnight, da kannst du wahrscheinlich schon eher wieder in die Richtung gehen, auch so einen Standard weiblichen Body zu nehmen. Also, wie gesagt. Ich guck mir mal, wenn der gut ankommt, dann machen sie die vielleicht, aber das ist so ein Charakter, wo ich ohne Witz, wenn ich den Film gesehen habe oder nachdem ich den Film gesehen habe, Infinity War, hätte mir dann einer irgendwie einen Zettel hingelegt und hätte gesagt, schreib mal auf von den Charakteren, wo du denkst, die macht Hot Toys auf jeden Fall, hätte ich schwören können, dass die Black Order-Typen machen. Ich hätte einfach drauf wetten können. Erstens, also nur aus Die waren dem aber auch Grund, weil angeteasert, ne? genau Also auf der den Comic-Con Corvus hatten die Glaive angeteasert. und ja. Ja, also Corvus Glaive und den so ein Outrider hatten die angeteasert, aber da ist ja auch nie was draus geworden, irgendwie Ja. leider. Ja, Ja. richtig. Sagen wir mal so, Hot Toys war noch nie ein Fan von den Bösewichten irgendwie. Da gibt es ja den einen oder anderen, den sie definitiv mal ausgelassen haben. Aber dadurch, dass diese Gruppe hier so signifikant war für den Film, dachte ich eigentlich, ey, die machen sie definitiv, dass da nichts gekommen ist. Ich bin immer wieder baff wegen der Strategie, die Hot Toys fährt. Und ich glaube, die Strategie heißt, wir haben keine bei vielen Sachen, weil es gibt echt, sie machen so viel random Sachen, wo du teilweise denkst, wie zur Hölle kommt ihr jetzt da drauf? Aber so viele Sachen, die auf der Hand liegen,
kriegen, die machen sie nicht, wo du safe davon ausgehen kannst, die Leute hätten es gekauft, zum Beispiel hier den Kollegen. Also in der Abonnement bin ich ganz sicher, den hätten einige gekauft. Und ich bin ganz ehrlich, ich würde mir den tatsächlich auch gerne hinstellen und ich bin mir ganz sicher, wenn die Preisentwicklung stabil so bleibt oder vielleicht sogar noch weiter runter geht, wie es jetzt ist, und du ja teilweise für 250 Euro einen Infinity Thanos bekommst, dann werde ich mir den auch nochmal zulegen in geraumer Zeit. Ist ja echt Wahnsinn, wie der in die Knie gegangen ist und dann ist so ein Ebony Maw dabei schon eigentlich ganz cool. Ja, aber der Andrea hat es gesagt, ich will gar nicht in diese Gedankengänge reinkommen, weil sie sind ein endloses Labyrinth. Ich will mich eigentlich vom Marvel trennen und denke schon wieder, was ich mir gerne holen würde. Ja, es ist crazy. Okay, dann würde ich sagen, dann gehen wir mal weiter. Und dann ganz kurz, die habe ich tatsächlich auch nur mit reingenommen, die Galadriel von Asmus Toys wurde jetzt released, ist rausgekommen. Und das ist nochmal mein Beispiel, was ich euch bringen wollte, einfach nur dafür, wie Sachen dann manchmal rauskommen und wo es dann anfängt, in Richtung Barbie zu gehen. Ich bin ganz ehrlich, bei dem Head ist was da. Ne? Es ist was da an Likeness, aber das ist auf jeden Fall sehr verwaschen und das sieht einfach aus wie eine 1 zu 1 Barbie, die May hat. Wirklich 1 zu 1. Dazu kommt noch, dass ich das hier bei diesem Foto, das gerade sieht, total creepy finde, dass hier der Fuß abgeschnitten ist und man das unter dem Kleid sieht. Ist es eine Figur, die sieht einfach so billo aus. Also, das ist, ich finde so geil mit diesem Spiegel, der dabei ist, beziehungsweise die Wasserschale. Super geiles Display, aber die Figur kann ich mir so nicht hinstellen. Die ist grausam. Ich bin mir fest davon überzeugt, wenn du dick Kohle in die Hand nimmst, machst du aus dem Head was. Aber das will ich nicht unbedingt nochmal und ich finde es einfach nur bitter. Und das ist der Grund, warum ich sage, bei allen Figuren, die irgendwie mit Damen zu tun haben und besonders bei Asmus Toys, obwohl Asmus inzwischen auch richtig geilen Shit gemacht hat und der Gandalf ist ja zu mir unterwegs, da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Muss man da immer noch sagen, aufpassen. Dementsprechend gehe ich gleich weiter dann zu der Arwen, die jetzt angekündigt wird, ist die zweite Arwen. In diesem Fall ist es dann die Version, wie sie eben hier in ihrem Bett liegt. Und da habt ihr auch das Bild, da ist dieses Bett mit dabei. Ich bin fest davon überzeugt, einige One-Six-Scale-Creeps können mit dieser Szene mit dem Bett und der Arwen ganz üble Sachen und mit einem feißen Buddy anstellen. Ich sehe jetzt schon albtraummäßig, was da so in manchen Gruppen abgehen wird. Ja. Auch hier wieder, die Figur sieht nett aus auf den Promobildern. Die wird genauso Barbie-like rauskommen, wie die Galadriel. Ja, ich würde sagen, Finger weg bei sowas. Auch wenn ihr Hardcore Lord of the Rings-Fans seid. Also, das kann man sich ja wirklich nicht hinstellen. Also, da stellt man sich ja wirklich safe Barbies hin. Nicht meins, definitiv. Und kein Bock drauf. Andrea, wie sieht es bei dir aus hier von Asmus Toys? Erstmal das Galadriel Release und jetzt auch die Arwen. Was sagst du? Erstmal eine Frage, die Galadriel, weiß ich so, Ja. sind das Promobilder oder Endprodukt? Nee, Endprodukt. Endprodukt. Ich habe das Thema, glaube ich, hatten wir auch schon mal. Also ich mag Herr der Ringe, aber ich liebe es nicht. Also deswegen bin ich auch kein großer Fan. Ich hatte immer irgendwie ein bisschen Schwierigkeiten mit diesem kleinen Scheiß, wie ich jetzt zum Beispiel Game of Thrones so. Das irgendwie so interessiert ist, auch die Lore und dahinter und wobei er wirklich was mir too much Fantasy, das war, deswegen hat mich das irgendwie so richtig gepackt. Die Figuren an sich kenne ich ja, aber die Namen habe ich halt ein bisschen Schwierigkeiten, deswegen ich hier jetzt muss ich sagen, ja, also ich sehe da auch eigentlich nicht mal so eine schlechte Likeness. Die Haare sind ja ganz aller Daenerys, richtig scheiße, weil die muss man auf jeden Fall machen lassen, oder zumindest, wer weiß, vielleicht auch mit die Standardhaare. Wie gesagt, da hatte ich nämlich euch vorher erzählt, ich habe gemerkt, wenn man sich da Mühe gibt, man kann doch auch mit hässlichen Kundenhaare gute Sachen hinkriegen. In dem Fall hier, wie gesagt, weiß ich nicht. Aber vom Headscape her würde ich sagen, okay, super. Outfit, wenn der so aussieht, wie auf den Bildern hier, klar, so gut kann ich mich nicht erinnern, aber ich würde mal sagen, das sieht gut aus. Das sieht eigentlich auch sogar sehr, sieht auch sehr groß aus. Zu die Arme, wiederum muss ich sagen, gefällt mir der Headcut hier auch von den Bildern richtig. Das ist auch Liv Taylor, ne? Ja. 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 Also von das, was ich hier sehe, muss ich sagen, gefällt mir eigentlich schon sehr gut. Die Haare, ja, könnten natürlich auch wieder ein Problem werden. Das Diorama finde ich auch sehr cool, sehr groß. Ich glaube, das wird echt übertrieben viel Platz wegnehmen. Weiß aber nur nicht mehr, ob das jetzt eine so wichtige Szene war mit dem Bett Nee. hier. Nee, ne? Nee. Also so ein bisschen unnötiges Diorama.
Okay, gut, ich meine, kann man machen, muss man halt nicht, ne? Aber die Figuren sehe ich, wie gesagt, von den Bildern jetzt, was ich sehe, finde ich jetzt nicht schlecht. Und Headscarf, würde ich sagen, gefällt mir eigentlich auch. Von den Bildern, ja. Aber mehr kann ich auch dazu nicht sagen. Wie gesagt, ich bin halt nicht so der große Fan von Herr der Ringe. Deswegen übergebe ich lieber das Wort an euch beide. Vielleicht, also du, weil René, weil ich auf jeden Fall, dann weiß ich nicht, ob der auch so ein Fan ist von Herr der Ringe. Ja, ich bin auf jeden Fall Hardcore-Fan, was Herr der Ringe angeht. Ja. Und tatsächlich ist Arwen auch so ein Charakter, die würde ich mir super gerne neben einen Aragorn stellen. Und tatsächlich die erste Arwen, die rausgekommen ist, ist gar nicht so bad. Die geht. Also manchmal habe ich Bilder davon gesehen, dachte ich, oh, die würde ich mir fast schon irgendwo hinstellen, wenn ich die günstig kriege. Und dann habe ich wieder Bilder gesehen, wie es halt oftmals bei so weiblichen Figuren ist mit Real Hair, wo du denkst, oh mein Gott, das ist halt einfach wieder Barbie-like. Problem ist hier bei der Richtung, manchmal hat Asmus Toys auch, was die Preisgestaltung angeht. Wir sind hier bei $190, das heißt, die Figur wird 170 € kosten. Da denke ich mir halt, weißt du, ich hätte auch gerne eine Black Widow und dann haue ich 50 € drauf und dann kriege ich eine Endgame Black Widow. Da weiß ich, was ich stehen habe. Ist auch ein Charakter, den ich ganz cool finde. Jetzt, wie gesagt, sind wir wieder dabei. Ich wollte eigentlich Marvel reduzieren. Aber jetzt rein vom Gedankenspiel her. Und das sind immer die Sachen, wo ich denke, mein Gott, willst du dann nicht lieber noch ein bisschen Geld in die Hand nehmen und du weißt, was du kriegst, anstatt sowas zu preordern. Ja, kommt im dritten Quartal 2021 raus und wir sind gespannt. Ferdi, wie sieht es bei dir aus? Arwen und Galadriel, werden sie was für dich oder eher nicht so? Nee, leider nicht. Ich muss sagen, die Promobilder zur Arwen sehen nicht schlecht aus. Wie das Endprodukt dann ist, das bleibt dann abzuwarten. Mochte aber die erste Version von Asmus da das Endprodukt nicht so, also ich fand die jetzt nicht so dolle. Bei Galadriel, da ist ja schon das Endprodukt, finde ich, überhaupt nicht schön. Vor allem irgendwie, vielleicht kommt es auch noch mir so vor, die Augenpartie finde ich Ja. irgendwie nicht so dolle. Und Die ich meine, sieht ich habe irgendwie Kate Blanchett asiatisch aus, als, gell? Mit den Augen, finde ich. genau, so irgendwie zusammengedrückt, irgendwie so Ja. verkniffen. Und ich habe von Kate Blanchett ja die Hela, die feiere ich sehr, auch wenn ich es da sehr schade fand, dass es keine Version ohne Helm gab, also dass es kein Head ohne Helm gab. Aber trotzdem, die finde ich sehr cool. Und ich mag Kate Blanchett als Schauspielerin, ich mag auch Liv Tyler. Aber an der Qualität ein bisschen zweifle. Und ich überzeugt bin, beziehungsweise da sage ich mir, muss ich die jetzt nicht unbedingt haben, weil wie du schon gesagt hast, das ist mehr so Puppenversion. Und wenn Arwen auch da dann eher in Kampfmontur mit Schwert und alles etc. und jetzt nicht in ihrem Nachtkleidchen oder was es da war, da brauche ich das ehrlich gesagt nicht haben. Ja, also da muss ich zu beiden sagen, muss ich bei mir nicht stehen haben. Ja, immer wenn ich an Arwen denke, denke ich halt an diesen Moment am Fluss, wenn sie irgendwie sagt, wenn ihr ihn wollt, dann kommt und verlangt nach ihm, wie sie Genau, dann genau, das genau. Schwert zieht. Sowas halt, ja. Ja, und dementsprechend, ich muss auch ganz ehrlich zugeben, Liv Taylor war lange Zeit so ein Jugendcrush von mir. Auch so, sagen wir mal, aus Armageddon-Zeiten. Genau. fand ich tatsächlich immer ganz schnieke, die Dame. Und dementsprechend, ja, wie gesagt, ich finde, die Rolle der Arwen ist auch eine wichtige für Aragorn. Ich würde mir sie wirklich gerne hinstellen. Gucken wir mal, wie die hier rauskommt. Die erste Variante, wie gesagt, wenn ich die mal für 100 € oder so kriege, dann werde ich mir die snacken und würde sogar noch mal Geld reinstecken für ein Head, weil die finde ich, wie gesagt, da ist viel Potenzial. In der Variante vielleicht auch. Aber jetzt ist es so bei. Ja, bei Galadriel finde ich es eigentlich sehr bitter, weil Galadriel hätte sich so angeboten, dass das von Asmus eine Crown Series wird, wie der Gandalf, ne? Wo hochwertig produziert ist, wo du wirklich so eine richtige Deluxe-Variante draus machst, mit was du hier ja auch ein Stück weit hast, mit dieser Schale, Wasserschale, mit dem Schicksalsspiegel, wie auch immer. Finde ich sehr schade, dass sie da nicht den Weg gegangen sind, weil das ist so ein Charakter, der hätte sich dafür echt angeboten, das nochmal zu machen. Sie und ein Saruman und so, um eben diese Crown Series Weg zu gehen. Ich weiß nicht, wonach sie da entscheiden, was die nächste Crown Series sein wird. Nur es müsste ja ein Charakter sein, der relativ hoch aufwendig zu machen ist. Und das wäre eben eine Galadriel. Finde ich schade, aber sind beide leider in der Qualität nichts für mich. Und gehen wir mal davon aus, dass Arwen auch noch ein bisschen, ja, sagen wir mal, minimal schlechter rauskommen wird, als es hier schon der Fall ist. Nicht unbedingt. Okay, dann gehen wir weiter. Und zwei Bilder, die tatsächlich bis jetzt erst bekannt sind, ist noch nicht zur Pre-Order, sind wahrscheinlich mal wieder geleakte Bilder von Bass Toys. Auch noch
kein Mensch was von gehört, den White Wolf, in diesem Wald den guten Geralt von Riva, aber in der Henry Cavill-Variante aus der Netflix-Serie, ganz oft als Custom gemacht, und ich schwöre euch, das sind die hässlichsten Customs, die ich in meinem ganzen Leben gesehen habe, die bis jetzt von diesem Kerl gemacht wurden. Die wurden einfach mal mit doppelseitigem Klebeband zusammengeklebt, gefügt, die Outfit, und der Head wurde einfach mal mit Edding bemalt, gefühlt. Es sieht teilweise so schlimm aus, und dann bin ich ein absoluter Hater von diesem, ja, von dem Superman-Head von Batman vs. Superman. Das sieht einfach überhaupt nicht aus wie Henry Cavill mit dieser komischen Schnabelnase. Das ist einfach so ein schlimmer Head, und dann haben die da draußen noch den Witcher gemacht. Und jetzt bringt Buzz Toys den Herrn hier, und jetzt nur von den Promobildern möchte ich sagen, ich feier's. Kommt der so raus, kaufe ich mir den safe. Ich liebe die Serie, ich liebe den Mythos um Witcher, ich finde allgemein, wie Henry Cavill den gespielt hat, super. Der Head hier ist nicht spot on, ich finde ihn aber trotzdem super, obwohl das nicht 100% Henry Cavill ist. Ich hoffe, wenn alle Bilder released sind, dass es vielleicht sogar noch einen zweiten Head gibt, einen Angry Head, wo auch vielleicht die Augen so komplett schwarz werden wie in der Serie. Das Bild, wo er hier die Haube anhat, sieht einfach sensationell aus. Sieht fast aus wie ein Movie-Shot. Jetzt reden wir hier über Buzz Toys. Und das ist die erste Buzz Toys-Figur. Abwarten. Ne? Wie die dann im Endeffekt rauskommt. Von daher, je nachdem, was für ein Preis das wäre, würde ich da auch erstmal warten, was die Pre-Order angeht. Aber die Figur an sich von den beiden Bildern sieht nice aus und würde, wenn sie genau so rauskommt, safe bei mir einziehen. Safe. Ich liebe die Serie und kann die zweite Season nicht abwarten. Andrea, wie sieht's bei dir aus, der gute White Wolf von Buzz Toys? Wie findest du die beiden Bilder? Und wenn die so rauskommt, wäre sie was für dich? Ja, auf jeden Fall. Also da bin ich auch voll bei dir. Das sieht gut aus. Den Headscarf muss ich sagen, ich finde eigentlich schon besser als den von Hot Toys. Ja. Was an Likes angeht. Mhm. Ja, klar, natürlich hast du einen großen Vorteil, dass er natürlich halt dass er Augenfarbe hat und sowas noch mehr natürlich nach dem Rüstung, muss ich sagen, gefällt mir übertrieben gut. Also das sieht schon fast zu gut aus. die Rüstung wirklich, so diese Lederteile, sag ich mal, Großbereich und Schulter und so, das sieht wirklich richtig, richtig gut aus. Ja, man hat bis jetzt leider nur zwei Bilder. Passport 001, unbekannte Firma. Man weiß leider nicht, was da tatsächlich am Ende rauskommt, aber ja, wie du gesagt hast, wenn der so rauskommt, dann kommt der auf jeden Fall auch bei mir. Das ist nämlich auch wieder so ein Fall, was ich überhaupt nicht verstehen kann, warum erst jetzt. Ich hätte schwören können, maximal einen Monat oder zwei Monate später nach der ersten Staffel hätte irgendjemand den gemacht. Nichts. Nichts, obwohl die Serie so gefeiert wurde, obwohl man wusste, es kommt eine zweite Staffel und so weiter und so fort. Und erst jetzt. Und jetzt habe ich das Gefühl, weil das ist nämlich genau so ein Thema, was ich auch ansprechen wollte. Zurzeit ist irgendwie total crazy, kommt eine Firma X, macht einen Charakter, den man sich schon die ganze Zeit gewünscht hat. Gefühlt eine Woche später kommen zwei andere Firmen, machen den gleichen. Ja. Das ist jetzt mit Forrest Gump passiert, mit Konstantin, mit La Samurai, Joker. Das ist übertrieben. Ich verstehe echt nicht, wie da Firmen denken, was für eine Logik dahinter steckt. Und wie gesagt, jetzt zum Beispiel sehen wir jetzt den Witcher hier. Geil, will ich haben, wenn der so rauskommt. Und dann kann er wirklich jetzt in einem Monat kommen, drei weitere Firmen abgehen, dann machen wir auch und so, und mit Diorama, und mit Pferd, und mit der Banane, was könnte ich. Wie gesagt, echt total crazy. Also, das ist zurzeit ganz, ganz komisch. Aber ja, gut, wie gesagt, also da bin ich voll bei dir, wenn der so rauskommt, auf jeden Fall Pflicht kaufen. Also, ganz in Frage. Sieht mega aus. Schon fast so gut aus. Ja, das ist das, was mich echt auch stutzig macht. Buzz Toys und dann eine Figur, die so gut rauskommt. Jetzt ist es tatsächlich so, warum ich euch den Tipp gebe, wenn die zur Pre-Order rauskommt und der Preis angemessen ist, pre-ordert die einfach nur aufgrund dessen, dass Lim Toys, die ja richtig gute Qualität an Figuren rausbringen, also gerade die Metal Gear Solid Figuren, die die rausgebracht haben, auch in 112 Scale, die die rausbringen und die ja jetzt auch zu Red Dead Redemption diese Killerfigur rausbringt, die wirklich krass auf Qualität setzen. Die Firma hat die Bilder von Buzz Toys hier gepostet und hat gesagt, die Bilder geben nicht mal halbwegs wieder, wie gut die Qualität dieser Figur ist. Und wenn Lim Toys das sagt, die tatsächlich relativ qualitätsfokussiert sind, gebe ich da tatsächlich wirklich viel drauf. Das bedeutet, ich werde mir die Figur definitiv pre-ordern, wenn sie pre-orderbar ist.
Und zu dem, was du gesagt hast, mit dem, dass die auf einmal alle machen, das liegt aber tatsächlich daran, die arbeiten alle parallel an derselben Marke Wissensnet und dann kommt eine raus und gibt bekannt, hier übrigens, wir haben Konstantin und dann machen die anderen, oh Scheiße, wir haben auch einen Konstantin und rennen raus und posten ihre Scheiße. Und so ist es ja tatsächlich auch mit VTS-Toys und Lim-Toys jetzt gewesen bei der Red Dead Redemption-Figur und bei vielen anderen Sachen, auch bei der Detroit-Figur, die sie rausgehauen haben, Detroit Become Human hier zu dem Videospiel, dass die direkt nachgezogen haben, einfach nur aufgrund dessen, weil sie sagen wollen, ey, übrigens, wir machen das auch. Darum kommt es immer so zeitgleich. Aber richtig, ich hätte schwören können, der Witcher in diesem Fall, der Henry Cavill Witcher, wäre so eine Figur für So-So-Toys. Das würde so perfekt zu So-So-Toys passen, ne? Wo die jetzt auch so diese Nischensachen, Seriensachen mit Daredevil und so auch bedient haben, die eigentlich eher in die Richtung Comic-Book-Movies gehen, aber eben so diese Nischensachen bedienen. Aber hier, ey, wenn Buzztoys das nachher killt und uns dann tatsächlich auch eventuell, und wir denken ja dann immer, wie ihr gehört habt, schon den anderen Charakteren, eine Yennefer und sowas bringen, dann wäre ich da auch nicht abgeneigt. Also, aber allein Henry Cavill als Witcher finde ich schon super. Ja, sehr, sehr cool. Und ich höre jetzt tatsächlich auch das Lied in meinem Kopf von dem Baden, wie er hinter ihm herläuft. Ich feiere die Staffel tatsächlich echt hardcore. Okay, dann würde ich sagen, dann gehen wir weiter. Auch übrigens hier noch kein Release und kein Preis bekannt, weil wie gesagt noch nicht pre-orderbar. Aber wenn das so sein sollte, dann werdet ihr das besonders bei uns in OSFG sicherlich sofort hören. Okay, jetzt kommen wir zu den Ey, ganzen. du hast Ding vergessen. Was Du habe hast ich? mich vergessen. Oh, sorry! Ferdi, du darfst natürlich auch. Du bist dir jetzt bewusst geräuspert. Das habe ich gehört. Mal bewusst so im Hintergrund. Übrigens, ja, Ferdi, dich wollte ich natürlich nicht außen vor lassen. Nee, Mein Lieber, du also sagst auch noch mal. Ja. ich halte mich aber auch kurz, schließe mich auch eurer Meinung an. Ich habe leider zu Witcher weder die Bücher gelesen noch die Spiele gespielt, leider noch nicht. Ich will das auch irgendwann mal nachholen. Aber die Serie mit Henry Cavill, die feiere ich sehr. Die zählt sogar zu der aktuellen, also von den neueren Serien, zu meinen Lieblingsserien sogar. Und freue mich sehr auf die zweite Staffel. Habe die erste Staffel dreimal geguckt sogar schon. Und richtig geile Serie. Und definitiv wird ein Witcher aus der Netflix-Serie auch bei mir einziehen. Ich teile die Meinung von Andrea. Ich habe die Bilder gesehen, habe das total gefeiert und finde, der sieht auch sehr cool aus. Aber ich habe jetzt Angst, ich pre-order die jetzt und da kommen drei andere Firmen, bringen vielleicht einen besseren oder keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Aber dass ein Witcher zu Netflix bei mir einziehen wird, das ist safe, weil ich mag die Serie sehr gerne. Ich mag das Outfit und die Figur jetzt von Buzztoys, die sieht auf den Promobildern schon mal sehr gut aus, sehr detailliert. Das Schwert ist sehr, sehr detailliert. Der Headscarf, okay. Aber sieht geil aus und eine Version vom, also eine Wirtschaft zu Netflix wird auf jeden Fall bei mir einziehen, ob es ja von Bastos ist oder von einer anderen Firma, das kann ich nur noch nicht beschwören, aber dass da einer kommt auf jeden Fall, weil die Serie ist einfach so geil und das Outfit und alles einfach nur Hammer. Ja. Gut, so viel auch dazu, hier können wir auch schon weitergehen. Ja, ich glaube tatsächlich auch, dass ich die erste Staffel bestimmt drei oder viermal geguckt habe, weil die sich so gut weggucken lässt irgendwie. Ist tatsächlich eine richtig kurzweilige, coole Serie. Obwohl der Erzählstrang sehr gewöhnungsbedürftig ist und viele sich da am Anfang echt extrem dran gestört haben, aber ich feiere es trotzdem. Okay, dann machen wir weiter und jetzt kommen wir tatsächlich schon in das Hot Toys Gefilde. Und hier halte ich mich ganz kurz, weil ich habe zu dem Outfit in meiner Bombo-Show schon relativ viel gesagt. Ich bin kein Fan davon, ganz ehrlich. Ihr kennt das bei manchen Videospielen. Bevor ihr das Videospiel startet, kommt so ein Hinweis, dass das Videospiel Epilepsie auslösen könnte. Meiner Meinung nach muss man das hier hinschreiben, wenn man dieses Outfit anguckt, dass es Epilepsie auslösen könnte, weil ich finde es grausam. Ich finde es schrecklich, dieses Outfit. Aber die Figur ist eine glatte 10 von 10. Wie, der Headsculpt ist unfassbar perfekt. Die Figur an sich ist super geil. Da gibt es ein paar, die gesagt haben: Ey, du kannst mit den Flügeln aber nett machen. Genau dasselbe wie in der Show. Das ist auch eine Figur, du Idiot. Natürlich kannst du da nicht immer alles genauso machen. Aber es ist an sich eine Killer-Figur mit dem Minuspunkt 400 €. Dazu sage ich: Verpisst euch. Einfach nur mal ein ganz nettes: Verpisst euch. Und da musst du so dermaßen als Kind vom Wickeltisch gefallen sein, aber multiple Male. Ich würde keine 400 €
für den Typ hier mit dem Plastikflügel ausgeben. Aber auch nur aufgrund dessen, weil ich das Outfit grausam finde. Wenn du da jetzt mega Bock drauf hast, hast du natürlich eine Figur mit der Spannbreite an Flügeln. Das sieht schon geil aus mit einem Killer-Head. 400 ist trotzdem viel zu viel. Kannst du 100 abziehen, dann wäre es vielleicht gerade noch so gerechtfertigt. 400 ist lächerlich. Aber ich kann da nicht mitreden, insofern, weil ich das Outfit sowieso schlimm finde. An sich ist aber die Figur viel zu teuer. Aber hammergeil. Und also von den Bildern, von den Promo-Bildern. Und da ist Hot Toys auch nicht immer der Boss, wenn es um Promo-Bilder geht. Da haben sie teilweise auch schon ganz schön verkackt. Also von daher muss man das auch sagen. Besonders von dem Head bin ich echt. Also das halt sowas 100% Anthony Mackie ist schon ein Wahnsinn. Hier darf der Ferdi dann direkt mal einsteigen, Ferdi, weil ich denke, du hast vorhin auf diese Figur angespielt, wenn es um Preisgestaltung ging. Und kannst jetzt hier auch mal direkt einsteigen. Wie findest du das Outfit und wäre die Figur was für dich? Ich? Hast du mich gemeint oder Andrea? Also, so, ich habe jetzt vorhin nicht gehört. Ja, also, und zwar geht es um Folgendes, genau, das ist die Figur, die ich gemeint habe. Und zwar, ich habe den Falcon von Hot Toys von Civil War gehabt und fand, das war eine richtig geile Figur. Habe mich da auch nur schweren Herzens davon getrennt. Ich habe damals dafür bezahlt, für die Figur, ungefähr um die 250 Euro. Hat die so im Schnitt auch gekostet, so viel habe ich auch bezahlt. Fand für preis-leistungsmäßig damals diese Figur top. Und wie gesagt, es war eine geile Figur. Ich mochte auch das Outfit und war alles in Ordnung. Was jetzt diese Version angeht, was ja plus minus ist, es der gleiche Charakter, die gleiche Figur. Also in vielen Dingen, sage ich jetzt mal, ja. Ich finde das neue Kostüm nicht mal so schlimm, muss ich sagen. Aber, und ich finde es auch cool jetzt, dass sich die Flügel, das konnte man bei der alten Version nicht auch nach vorne richtig bewegen lassen. Und okay, der hat jetzt das Schild und der Headscarf ist besser. Aber das ist so ein Ding, wo ich halt sage, und du hast ja angesprochen wegen dem Preis, wo ich sage, da kann man mal 50 Euro draufschlagen, ja, auch inflationsbedingt, ja, meinetwegen. Headscarf-Verbesserung, Schild ist dabei, Flügel sind ein bisschen besser. Sag mal 50 Euro drauf, da wären wir bei 300 Euro, aber da wären wir nicht bei 400 Euro. Und das ist ja, was ich vorhin meinte mit dem Hype und so weiter, weil jetzt die Serie viel gefeiert wird. Also ich muss sagen, die Serie fand ich jetzt nicht so dolle. Die fand ich okay, kann man mal gesehen Ich haben. auch. Aber guckt euch mal, ich habe mir den zweiten Captain America-Film angesehen, kurz bevor ich die Serie geguckt habe, ja. Und da seht ihr, wie der Winter Soldier in dem Film die geilen Kampfszenen hat, den Cap, die Black Widow und den Falcon jagt. Und bei der Serie kriegt er nur auf die Fresse. Und das hat schon mal bei der Serie bis aufgestoßen. Und der Falcon, ja, okay, der wurde da schon ein bisschen besser, der wurde da mehr in den Vordergrund gestellt in der Serie, wurde da dafür ein bisschen stärker, ein bisschen aktiver dargestellt, ein bisschen selbstbewusster. Aber alles in allem hat mir die Serie jetzt nicht so viel gegeben, dass ich mir jetzt die Version holen müsste. Und wie gesagt, der Preis, der passt gar nicht. Da kann die Figur auch noch so toll sein, da kann noch so viel verbessert sein. Das passt einfach nicht. Von 250 auf 400 Euro der Sprung. Für eine Figur, die plus minus die gleiche Figur ist, das geht irgendwo nicht, sage ich jetzt mal so. Und es passt nicht. Also das, was man vorher in erster Linie bei Iron Man Figuren erlebt hat, das hat man jetzt auch in anderen Bereichen. Und sieht man hier am Falcon, wie hier der Hype brutal ausgenutzt wird. Und wenn ich den Civil War Falcon nochmal zum vernünftigen Preis finden würde, wenn er nochmal einen Preis droppen sollte, wäre das eine Idee. Aber die Captain America Version brauche ich jetzt nicht unbedingt. Und schon gar nicht zu dem Preis, wie gesagt. Okay. Ja. Ja, Andrea, wie sieht es bei dir aus? Der gute Falcon aus Falcon and the Winter Soldier aus der Disney Plus Serie. Wird er bei dir ins Haus flattern oder eher nicht so dein Fall? Ja, schon, also ich habe mir natürlich gedacht, es ging natürlich dann um diese Figur hier, wo ich auch gemeint habe, so Leute, die das kurz nachdem die Figur so wie sie vorgestellt wurde, man konnte die Pre-Order auf Site schon dann glücklich posten, wie die das gerade eben die Pre-Order haben mit dem Preis. Da dachte ich mir, okay, das hätte echt nicht ganz sauber. Und der Witz auch noch versuchen, das zu recht zu gravieren. Ja, dass, ah ja doch, ja, guck mal, das wurde so und so gemacht und das, was der Ferdi jetzt vorher erzählt hat, wie seine Falcon von Civil War, hätte ich genauso jetzt erzählt, weil ich hatte die Figur nämlich auch. Ich kann mich noch perfekt erinnern, 245 habe ich die hier in Europa gezahlt. In Asien war der 210. 210. Und jetzt kommen die mir hier mit den Scheiß, nur weil wieder jetzt gerade jedes Serie gefüllt, die auf einmal gehackt wird und so und die Charaktere aus 400 Glocken hier in Europa, was in Asien auch immer noch, glaube ich, um 350 ist, überhaupt nicht gerechtfertigt. Das ist ein absoluter Witz.
wenn man sich sowieso noch denkt, dass jetzt ungefähr im gleichen Zeitraum wurde ja erst jetzt von 1 oder 2 Monaten den neuen Hellboy. Jetzt zu dem Film kann man sagen, was man möchte, aber allein die Figur mit einem komplett neuen Body, der extra gemacht wurde für ihn, mit besonderen Kopfzubehör und die kosteten jetzt 270 Euro. Und da kommt schon wieder mit so einem Scheiß, der einfach nur ein bisschen geupgradet ist von der alten Version um 150 Euro mehr, denke ich mir, ihr seid doch nicht ganz sauber. Aber wie gesagt, da kann man auch, weshalb auch das nicht übel nehmen, wenn die Leute das auch noch feiern. Die feiern das auch noch. Weiß ich, meine nicht, dass die sagen, was soll das? Wir sollen das vielleicht boykottieren oder sagen, ey, wir kaufen die Scheiße nicht. Was? Von wegen. Ich habe da sogar noch einen Post gemacht, kann ich noch in meine Gruppe. Manche werden sogar schon richtig angepisst, ne? So in der Art, ey, warum redest du? Warum sagst du sowas? Und so, wenn ich den habe, dann bin ich den, ich wäre, kann ich auch haben. So deine 400 Euro, bitte komm mir mit dem Scheiß nicht, dass es gerechtfertigt ist. Weil das ist nicht. Das ist die gleiche Figur, nur mit ein bisschen Upgrades. Also, das ist für mich wirklich der volle Witz. Jetzt, außer diese ganze Geschichte Preis und bla bla bla. Eine Serie, mir ehrlich gesagt, die Serie bis Folge, boah, keine Ahnung, bis Folge 5 eigentlich sehr gut gefallen. Die vorletzte Folge, also wo es dann richtig abging und so, auch mit dem Walker, also wo die da zu dritt sich gecatcht haben und es hat mich schon sehr gefallen. Aber ja, die letzte Folge war ein bisschen, ja, nicht so geil, muss ich sagen. Die habe ich nicht so gefeiert. Da gab es wieder ein paar Momente, wo ich mir dachte, okay, das Ding rausholen. Also die Ansprache von Falcon vor die Oh Kamera, weil der Gott, oh Schwarz ist und es nur meine Fresse. ey. Also langsam machen muss ich sagen, das macht mir schon keinen Spaß mehr. Also ich bin der Erste, der auf jeden Fall überhaupt kein Rassist ist und was auch immer, aber langsam nervt. Es nervt. Es muss unbedingt immer solche Themen gesprochen werden. Es muss immer unbedingt, was weiß ich, jemand sein, der homosexuell ist oder was auch immer. Wie gesagt, ich habe absolut kein Problem mit dem ganzen Thema. Aber wenn die dir jetzt wirklich so in die Fresse klatschen, so, hey, das musst du sehen, das ist richtig. Das ist nicht in Ordnung, was das geben soll. Leute, das wissen wir, das braucht ihr nicht. Wie gesagt, das ist halt echt so eine Sache. Aber was mein größtes Problem, muss ich sagen, an dieser ganzen Geschichte ist, dass er ist für mich Captain America. Und es ist mir sowas von scheißegal, dass in den Comics kann es auch so gewesen sein oder ist es so. Aber wenn ich als MCU, sage ich mal, Zuschauer, also Filmezuschauer, sehe ich ihn nicht als Captain America. Das ist für mich einfach Falcon mit dem Kostüm von Captain America. Und das nervt mich. Captain Also ich Papagei finde ist mit, das. Mehr nicht. das kommt auch noch das, also ich meine, zu der Figur, wie du auch schon gesagt hast, die sieht auf jeden Fall super aus, gar keine Frage. Ich finde den Kostüm ehrlich gesagt auch nicht so scheiße. Er ist nicht super, aber auch nicht so scheiße. Aber wie gesagt, das finde ich nicht her. Das ist Falcon. Das ist Falcon mit Schild. Und ich kann es immer noch nicht nachvollziehen, warum Falcon. Ich meine, wie gesagt, die Filme sind eh hundertprozentig akkurat mit den Comics. Und wenn man sich wirklich rein von der Logik her sich die Filme von Cap anschaut, der Einzige, der für mich, der in Frage gekommen wäre, diesen Schild zu bekommen, ist der Bucky. Der Typ, der alle Filme dreht sich immer nur um Bucky. Der wird sich von den Avengers getrennt wegen Bucky oder gestritten. In den ersten Teil kämpft der Junge um seinen besten Freund wieder zurück und in den ersten Teilen genauso. Es dreht sich immer nur um seinen besten Freund und wir kriegen ein Schild. Okay. Wie gesagt, wenn die sich da unbedingt an den Comics halten wollen und so, kann ich verstehen. Ich finde es trotzdem unlogisch und wie gesagt, Schild. Deswegen kommt er für mich überhaupt nicht in Frage. Auch wenn der Kostüm mir super gefallen hätte. Das ist, wie gesagt, Preis und auf jeden Fall, er ist für mich nicht Cap. Mein Cap bleibt auf jeden Fall die Situation. Ja, so wie gar nicht so auf jeden Fall zu dieser ganzen Geschichte. Falcon und Winter Soldier, Preise und ja, das war's auch. Ich würde mal sagen, wenn ihr, okay, obwohl, du hast ja schon was gesagt, wenn ich dachte, du packst jetzt auch vielleicht ein paar richtig tolle Sachen, die dir aufgefallen sind in der Serie und so. Das ist auch super cool, fandest. Nicht.
Ja, also ganz ehrlich, es gab so ein paar Sachen dann in der Serie mal, wo ich dachte, okay, ist ganz gut, aber besonders der letzte Teil, der einfach nur CW-Flash-mäßig cringe des Todes war, wie er vor der Kamera und Weltfrieden, Weltfrieden, habe ich gedacht, willst du mich rollen? Das ist so peinlich des Todes. Und genauso wie du es gesagt hast, es ist niemals, wird niemals Captain America sein, das können sie da draufschreiben, wie sie wollen. Das ist einfach nur lächerlich und ich finde es sogar kontraproduktiv, eine schwarze afroamerikanische Rolle von Falcon jetzt einfach ihn in eine Rolle von dem Weißen zu stecken, dass er Captain America ist, dass er nicht sein allein eigenständiger Charakter sein darf, sondern er kriegt jetzt den Titel von dem Typ vorher. Das ist Banane. Und wenn wir es umdrehen tatsächlich, und da muss man aufpassen, weil natürlich es ist faktisch so, dass afroamerikanische Schauspieler oder Schauspieler an sich aus anderen, ja, aus asiatischer Herkunft oder hier afroamerikanischer Herkunft nicht so oft besetzt werden. Es gibt nicht so viele Charaktere und das stimmt ja alles. Das ist ja statistisch bewiesen. Nur und dementsprechend ein bisschen benachteiligt werden und man dadurch jetzt auch versucht, sie ein bisschen prominenter einzubinden. Aber wenn du denselben logischen Schritt hier gehst, und ich finde, du kannst den logischen Schritt gehen, dass Captain America auch eine Verbindung zu Sam hat und dass das auch eine Wahl gewesen wäre. Ich stimme dir zu, die bessere Wahl hätte Bucky sein müssen, aber sagen wir mal, die Wahl ist verständlich zumindest. Man kann es halbwegs nachvollziehen. Wäre die Wahl auch absolut verständlich, wenn du kreativ denkst, es tut mir leid, und da werden einige wahrscheinlich denken, so ein Quatsch. Ey, tut mir leid, ich finde sowas von safe, dass Bucky auch eine coole Wahl wäre für, jetzt pass auf, Tim Black Panther. Nur das könntest du ja niemals machen. Weißt du, was los wäre in der Presse und im Internet und Ach so? so, ah, Ey, okay. hör auf, wenn Weiß das. er denn, schwarze spielen muss? Ja, hau ab, weißt du, was da los wäre? Das hier ist, geht klar und man kann es verstehen, weil es ist eine Minderheit, die man dadurch ja auch hervorheben will und hier wird man dann wieder eine Minderheit beschneiden, indem man eine schwarze Rolle an einen Weißen vergibt. Diese Prämisse verstehe ich ja auch. Aber das wäre für mich auch so ein logisches Ding. Man würde ihn gar nicht Black Panther nennen, sondern White Wolf, wie er ja da auch heißt. Aber Ja, schon. er würde diese Rolle übernehmen in Wakanda mehr oder weniger. Wäre schwierig Ja. zu verkaufen, weil er hat ja auch den Papa umgebracht vom Black Panther, ne? Und da ist relativ viel storytechnisch drin, was schwierig wäre. Aber es wäre ein cooler Weg, ihn auch in so eine Rolle, in einer prominenten Rolle, wie jetzt, ich bin Captain America, ich bin der neue Führer von Wakanda, eben der weiße Wolf. Könnte man cool stricken, wenn man da eine coole Story draus macht. Würde nur niemals passieren, genau aus diesem Grund. Und das abzuschließen, weil wir haben noch ein paar Figuren und da verquassen wir uns so bei den Filmen, aber ich bin da absolut bei dem Andrea. Mir ist besonders bei Disney zu viel Politik in vielen Sachen drin. Zu wenig Sachen, Übertrieben. die irgendwie der Story helfen, sondern zu viele Sachen, die politisch motiviert sind. Und das nervt mich. Also ich finde es geil, wenn du so ein Thema hast rund um den Falcon, der nun mal ein Schwarzer ist, die Thematik rund um die Problematik mit Schwarzen und Polizisten in den USA anzusprechen. Fand ich saumutig in der Serie und fand ich total cool. Und auch was das heißt, als Schwarzer in Amerika zu leben, was nicht immer einfach ist, diese ganze Thematik finde ich super, super mutig, dass sie die angesprochen haben. Und auch cool, können sie damit reinbringen, weil das ist nun mal die Welt, in der wir leben und da ist nicht alles immer nur Zuckerguss. Aber indem er dann versucht, einem das alles immer ins Gesicht zu schlagen, also wirklich mit dem Vorschlaghammer und das nicht organisch rüberbringt, dann ist das kontraproduktiv und den Weg hat Disney noch nicht gefunden. Und ich möchte noch eins kurz sagen, weil ich bin da absolut beim Andrea und ich weiß, dass es einige nervt und man will ja auch keinem auf die Füße treten. Ich will das zumindest nicht, wirklich nicht. Jeder soll feiern und mögen, was er will. Aber wenn du 400 € für einen Falcon ausgibst, bekommst du einen blauen Ausweis mit einem Rollstuhl drauf und darfst kostenlos parken. Es ist unfassbar. Ja, Es bin ich ist dabei. fucking unfassbar. Und da einfach nur aufgrund dessen, ja, aber ich kann doch machen mit meinem Geld, was ich will. Jein. Ja, darfst du und kannst du, aber du bist in einem Hobby drin, wo du, wenn du absolut hirnlos mit deiner Kohle um dich schmeißt, für uns andere dieses Hobby auch
in den Schund ziehst, weil nämlich dadurch, dass ihr 400 Euro, ihr Vollhongs, die es ausgeben, für diese Figur ausgebt, sorgt ihr dafür, dass dieses Preisgefälle von Hot Toys in diese Region immer weiter geht. Wollt ihr das? Wollt ihr 400 Euro für einen Darth Maul mit Speeder ausgeben oder 400 Euro für den Typ mit Plastikflügeln, der vorher noch 250 Euro in der Vorgängerversion gekostet hat? Schaltet eure fucking Hirne ein. Jetzt ohne Witz. Genau. Das ist einfach nur mal ein bisschen in Relation. Und ich, ey, wenn ich einen Charakter hardcore feiere, dann bezahle ich auch gerne mal zu viel. Aber auch das hat, der Ferdi hat es vorhin perfekt gesagt, ey, dann bezahle ich halt mal 50 Euro mehr, 60, 70 Euro mehr. Aber ich bezahle keine 150 Euro mehr als das Release davor, nur weil es im Hype ist. Und das ist einfach, da ist für mich, da ist jeder dem, und da ist für mich, es gibt Aussagen, die trefft ihr ohne was zu sagen. Wenn ihr diese Figur für 400 Euro kauft, ist es in erster Linie ein IQ-Test, den ihr definitiv nicht bestanden habt. Und in zweiter Linie ist es definitiv auch eine Aussage, wie ihr zu dem Hobby steht. Und das ist mir eigentlich scheißegal, ich habe Kohle, ich kaufe, was ich will. Und das ist eigentlich fatal. Das ist aber das, worunter unser Hobby leidet. Guckt in die ganzen Communities rein. Wie viele Leute sind da die Oldschooler, mit denen wir vor 6, 7 Jahren schon hier zusammen gechillt haben, uns über Figuren ausgetauscht haben, über Releases gesprochen haben und was weiß ich. Und wie viele davon sind aus irgendwelchen Steelbook-Geschichten oder Comic-Gruppen und so irgendwie dazugekommen und sind völlig random in dieses Hobby gestolpert und können damit nicht wirklich was anfangen und bringen ihre preispolitischen Interessen, die bei Steelbook geisteskrank sind oder auch teilweise bei Comics oder was weiß ich, bringen die in dieses Thema mit rein und denken, ich habe ja 7 asiatische Steelbooks von Guardians of the Galaxy für 700 Euro, jetzt habe ich auch die Figur, da gucke ich auch mal, ob ich 200 Euro mehr dafür verlangen kann. Und das ist dieser ganze Teufelskreis, wir haben so viele Leute in dieses Hobby bekommen, weil dieses Hobby, und das muss man leider Gottes sagen, es war mal ein Nischenhobby. Wir waren so, ich will es gar nicht so nennen, aber es ist schon fast so eine Underground-Truppe mit einem hochwertigen... Sind wir im Endeffekt immer noch, also so bekannt sind wir auch nicht. Ja, aber guck mal, kannst ja mal breit gefächert gucken, wo du überall Hot Toys-Figuren siehst. Ja, ja, mittlerweile. Du siehst in fast jedem Studio in YouTube, die popkulturell was zu tun haben, ein Captain America von Hot Toys oder ein Iron Man im Hintergrund oder so. Ja. Bei Twitch-Streamern auf dem Schreibtisch stehen und so ist mir das letzte Mal aufgefallen. Also das heißt, natürlich sind die nicht in allen Kinderzimmern und so, aber es ist viel krasser als vorher. Die Figuren hatte teilweise kaum einer auf dem Schirm, die ganze Hot Toys und One-Six-Scale-Geschichte. Und jetzt ist es so, dass zumindest jeder, der popkulturell interessiert ist und Marvel Legends oder irgend sowas sammelt, jeder kennt Hot Toys, der irgendwie mit Figuren oder sowas zu tun hat. Und wenn es nur Billigfiguren sind, jeder kennt diese fucking Hot Toys. Ich habe vor kurzem, war ich auf einen Geburtstag eingeladen, da war ein kleinerer Junge, der ist absolut Star Wars interessiert und da kamen wir irgendwie auf das Thema, weil irgendjemand gesagt hat, hier, der da hinten in der Ecke, der ist auch so ein Star Wars Idiot. Und dann haben wir zwei uns ein bisschen unterhalten und er hat gefragt, ob ich auch irgendwas von Star Wars sammle und dann habe ich ihm ein Bild von den Figuren geschickt und dann ist er gleich, boah, du hast echt Hot Toys Figuren. Sag ich, woher kennst du nur Hot Toys? Naja, klar, wenn man Star Wars mag, dann kennt man auch Hot Toys. Also daran merkst du, ein Kind gerade so gerade aufs Gymnasium gekommen, also noch relativ jung, ist auch, hat keine Hot Toys Figuren oder sonst irgendwas, kennt aber über Star Wars Hot Toys. Das ist so tief in die Popkultur eingesunken. Wir sind keine Underground-Truppe mehr, sondern du findest inzwischen auf der Zavi-Seite, wo du Steelbooks und popkulturelle Sachen kaufen kannst, kannst du Hot Toys Figuren kaufen. Zack. Ne? Also es ist sehr breit gefächert und dadurch ist aber auch so viel Schmutz und Gesocks in diese Community gekommen und ganz eine Sache, die ganz schlimm immer für so eine Community ist, darunter hatte der Modellbau auch lange zu leiden und dann irgendwann auch die Steelbooks, leider Leute, die zu viel Geld haben und nicht wissen, was sie damit anzufangen haben, die einfach random damit um sich rumschmeißen, wie ein absolut Geisteskranker. Mir hat einer für meinen DX13 700 Euro geboten. 700 Euro hat er mir geboten. Nee, Entschuldigung, es war der DX10. Und bei dem DX10 habe ich noch eine zweite Variante dabei, wo ich einmal ihn normal habe und dann noch einmal mit der Gatling Gun. Und hat gefragt, ob ich einen Deal eingehen würde, 700 Euro für beide.
Na, hab ich ihm gesagt, ey, erstmal, ich verkaufe die nicht. Aber wie kommst du nur auf 700 €? Und dann hat er mir vorgerechnet, ja, die Standard-DX10-Variante knapp 500 und dann nochmal was du dann noch zusammengestellt hast, die Extra-Figur nochmal knapp 200 und dann sind wir ungefähr so. Sag ich, sei mir nicht böse, ich verkaufe sie definitiv nicht, aber gib da keine 700 dafür aus, das ist geistkrank. Aber die hätte er einfach so bezahlt. In eBay Kleinanzeigen war vor ein paar Wochen eine Anzeige drin, suche eine Yondo-Figur, maximal 650 €. Ey, dem Typ haben sie ins Gehirn geschissen. Das ist unfassbar. Das ist unfassbar. Und das sind diese Sachen, wo wir uns hier mit rumstreiten, die uns, die dieses Hobby wirklich ernsthaft lieben und feiern, dafür lieben, was es einfach ist, nämlich ein Ausdruck unserer Leidenschaft, unserer Filmleidenschaft, unserer Sammelleidenschaft. Man sieht unsere Kindheit im Regal stehen und so viele Sachen, die das ausdrückt, wird teilweise manchmal sehr nach unten geschraubt durch Leute, die da rein stolpern mit zu viel Kohle und die das alles ein Scheißdreck interessiert. Die schmeißen ihre Figuren auch irgendwo in ein Regal rein, die sehen aus wie Hund. Es gibt für mich immer Anzeichen, wenn, ja, es ist so, wenn teilweise Leute ihre Figuren in eine Vitrine oder irgendwo hinstellen und die machen Folgendes. Das ist für mich ich verrate euch jetzt einen meiner absoluten Triggerpunkte. Die stellen eine Figur mit Pistole hin und schaffen es nicht, diesen Finger durch den Abzug oder auf den Abzug zu legen, sondern die Waffe ist so schräg in der Hand drin, weil sie den Finger nicht richtig da reinmachen. Und dann am besten das noch mit beiden Händen. Habe ich das letzte Mal in John Wick gesehen. Also, es tut mir leid, das ist unfassbar. Das, Klassiker. ja, absoluter Klassiker. Da wünsche ich mir persönlich, dass diese Figur in diesem Regal ab sofort implodiert, wenn ich das sehe. Aber da geht es nicht mal darum, ey, kannst du posen oder nicht. Da geht es nur darum, das ist mir scheißegal, ich will das Ding haben und stell das irgendwie dahin. Juckt mich doch nicht, wie das aussieht, aber ich habe Hot Toys-Figur. Davon gibt es ganz, ganz viele. Und manchmal ist es schwierig, um das Thema jetzt abzuschließen, auch, das so wiederzugeben, weil natürlich, wenn du das jetzt entfernt hörst, was ich sage, wirkt das sehr elitär. So, haha, wir sind die richtigen Hot Toys-Sammler und ihr gehört da nicht dazu oder ihr kommt da nicht rein. Nein, ich möchte gerne, dass da Leute mit dazukommen, aber das sollen Leute sein, die mit diesem Hobby was verbinden, die diese Figuren sammeln, weil die wirklich von der Qualität überzeugt sind, die einfach, ja, One-Six-Scale wirklich, One-Six-Scaler sind, nenne ich es jetzt mal, und da wirklich völlig drin sind und nicht einfach random sich irgendwie, und so nennen sie es ja dann auch manche, ein paar Püppis hinstellen. Und da ist es auch egal, ob die 100 € mehr kosten oder nicht. Verzieh dich, Kollege, verzieh dich. Okay, so viel zum kurzen Eskalationsmodus vom Bombo. Wir gehen mal weiter, nachdem wir mit dem Captain America durch sind. Und auch was, das werde ich wirklich ganz kurz abhandeln, auch wenn es eigentlich mein Thema ist, Star Wars. Zu Bad Batch am 4. Mai, May the Force natürlich, ist jetzt der gute Echo angekündigt worden von der Bad Batch-Truppe. Wieder in dem Design gehalten, wie sie es vorher auch schon hatten. Das bedeutet Real Life, also nicht animiertem Style, wo ist einigen Leuten aufgestoßen, aber wenn sie das mit Obi-Wan und Anakin und so schon durchziehen, sollten sie das auch komplett machen. Jetzt hat Sideshow, und da kommen wir später drauf, das animierte Ding angeteasert, dass sie in die Richtung gehen. Figur sieht schnieke aus, sieht ganz cool aus, ist sicherlich auch für die absoluten Bad Batch-Fans ganz cool. Nur da möchte ich auch mal in den Raum schmeißen, wie viele absolute Bad Batch-Fans gibt es, weil die Serie ist sehr langatmig und nicht wirklich toll. Und ob ich mir dann dafür eine 250 € Figur holen muss, die sicherlich ganz cool aussieht, aber sei mal sei mal dahingestellt, aber ähnlich wie es bei Marvel ist, da gibt es auch sehr, sehr viele Brainless-Leute, die einfach alles kaufen, nur weil Star Wars draufsteht und ob sie was damit verbinden oder nicht, ist denen wurscht. Soll aber auch deren Sache sein. Figur sieht schnieke aus, aber ist never ein Charakter bis jetzt anhand der Serie oder anhand der Serie an sich, den ich mir hinstellen müsste. Also, ja, für mich nix. Andrea, wie sieht's bei dir aus? Ich bezweifle mal, dass du die Serie schaust, wahrscheinlich. Aber wie findest du die Figur? So, jetzt, ja, ich habe die Serie noch nicht angeschaut. Ich kann mit Animationsserien aber auch nicht viel anfangen, muss ich sagen. Habe nicht mit Star Wars sofort, sondern allgemein. Ich habe mit anderen Star Wars animierte Serien auch versucht, wie Rebels und Clone Wars und ja, das ist einfach nicht so meins. Aber wie gesagt, nicht weil es Star Wars ist, sondern weil es einfach in mir drin ist. Ich habe immer so da das Gefühl, dass ich wieder so ein Zeichentrick anschaue und jetzt was für Erwachsene, sage ich mal. Es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen blöd an, aber es ist einfach von mir so, wie gesagt, deswegen. Und ja, und zu The Bad Batch, du hast
sich ein bisschen geäußert und gemeint, dass es halt nicht so gut ist. Oder bis jetzt zumindest. Und deswegen habe ich jetzt auch da nicht unbedingt so Bock, jetzt doch eine Chance zu geben, wenn du das schon so sagst als Fan. Ja, und zu der Figur, dadurch, dass ich die Serie noch nicht angeschaut habe, kann ich halt nicht viel sagen. Sieht auf jeden Fall toll aus, wie eigentlich gefühlt alle Figuren von Hot Toys von Star Wars. Also da, das habe ich auch schon tausendmal erwähnt. Wenn Hot Toys was richtig gut kann, sind auch Star Wars-Figuren. Also in den meisten Fällen sind die wirklich sehr, sehr gut. So wie jetzt sieht, der sieht auch sehr schick aus. Okay, Ferdi, wie sieht's bei dir aus? Der gute Echo von Bad Batch. Schaust du die Serie und wie findest du die Figur? Also dieser Serie schaue ich tatsächlich. Finde sie jetzt aber jetzt nicht so dolle, muss ich sagen. Ich schaue sie so vollständigkeitshalber, weil ich schon Clone Wars gesehen habe und auch Rebels. Schaue ich jetzt auch Bad Batch. Kann man so nebenbei laufen lassen. Ist aber jetzt nicht so die Kracher-Serie in meinen Augen. Die Figur, also die Rüstung, meine ich vom Design her, was die Bad Batch-Truppe da trägt. Die haben coole Rüstungen, sieht auch genial aus. Aber das gibt mir einfach nichts, dass ich mir jetzt die Figur holen muss für über 200 € und wenn, da muss man ja die komplette Truppe haben und da sind wir schon bei über 1000, 1200, 1300 € und mehr. Und dazu müsste ich ja wirklich die Truppe ja feiern. Also müsste ich Fan der Serie sein und das bin ich einfach nicht und daher ist es leider nichts für mich. An sich sieht es nicht so schlecht aus, auch wie die sehen, Headscribe modifiziert haben, aber nee, nicht, dass ich mir so holen würde. Nee. Ja. Ja, und das Lustige bei dieser Animationsgeschichte, das, was der Andrea gesagt hat, das triggert ja tatsächlich immer ganz viele, die sagen, hey, das ist nicht nur für Kinder. Das ist immer total lustig, wenn du dann irgendwie sagst, nee, ich kann damit nichts anfangen, weil auch die Serie ist mir zu kiddie-like. Dann heißt es, oh nee, das ist eigentlich teilweise ist das echt düster und richtig erwachsene Themen, die du damit reinbringst. Dann gehst du das auch so an und sagst, ah ja gut, das ist für Erwachsene gemacht, dann findest du es aber blöd, wie es für Erwachsene gemacht ist. Dann kommen die mit dem Argument, sagen, naja gut, ist ja eigentlich auch für Kinder. Willst du mich jetzt verarschen? Was ist jetzt? Wie soll man da jetzt rangehen? Ist das jetzt für Kinder oder darf man da trotzdem mit dem Maßstab rangehen? Tatsächlich ist es so, dass das offizieller Star Wars Kanon ist und wichtige Themen beachtet. Muss man da auch ernsthaft rangehen und leider Gottes ist das bis jetzt sehr schwach, was Bad Batch da macht. Aber wie gesagt, es gibt genau wie bei Marvel, bei Star Wars so viele Lemminge, die, also wie gesagt, da kannst du das Force-Theme furzen und die brechen den Tränen aus. Ist das hier genau dasselbe und dementsprechend wird auch das hier gekauft. Was sagst du? Ja, genau. WandaVision. Genau dasselbe in die Richtung. Also da wird's genug geben, die da auch wieder drauf aufspringen. Ich bin da Gott sei Dank relativ immun, was das Ganze angeht. So Hardcore-Star Wars-Fan ich auch bin. Okay, dann machen wir weiter und wir bleiben bei dem Thema Star Wars. Hot Toys hat tatsächlich in 1 zu 6 Blurg angekündigt von Mandalorian und dazu auch wieder eine Reissue-Variante des Season 1 Mandalorians. In diesem Fall ist es so, dass der Blurg rauskommt und ich möchte noch mal kurz vorschauen, denn ich habe das natürlich auch alles aufgerufen. In diesem Fall ist es so, dass der, übrigens habe ich euch verschwiegen, der Echo kostet auch 300 €. Leck mich am Arsch. Verzieh dich für einen Klon 300 €. Ey, da kriegst du ja direkt auch wieder so einen blauen Ausweis. Das ist ja, hau ab, 300 €. Ja, der Blurg kostet tatsächlich mit Mandalorian 575 €. Wo ich noch sage, wenn du da so ein großes Vehikel, nenne ich es jetzt mal, obwohl es ja die Kreatur ist, noch mit dazu kriegst, schwierig. Wenn ich es unbedingt haben wollen würde, dann okay, alleine kostet das Teil 339 €, was ja im Prinzip einfach auch nur eine Statue ist. Da bleibe ich auch ganz kurz. Freut mich, dass der rauskommt, weil ganz viele Leute haben sich ein Custom machen lassen, die 90% absolut schrecklich alle aussahen. Und dementsprechend für die Leute, die das unbedingt brauchen, das Vieh, cool, aber das ist jetzt nichts so Ikonisches, dass ich das haben muss und dafür knapp 600 € mit Mandalorianer ausgeben würde. Aber für die Leute, die es cool finden, okay. Ja, wie sieht's bei dir aus, Andrea? Der gute Blurg, hättest du da Bock drauf und wie findest du ihn? Ja, also ich würde mal sagen, ich bestätige, was du schon gesagt hast und so cool, dass sie den gemacht haben. Wünschte ich es natürlich nicht, aber ist auch entsprechend groß. Das ist eigentlich auch was ein Problem sein wird für viele. Schon fast zu groß, nimmt viel zu viel Platz weg. Wie gesagt, cool finde ich schon, ja, aber muss ich auch nicht haben. Mir reicht mein Mann so Okay.
Ja, dann würde ich sagen, Ferdi, wie sieht's bei dir aus? Der gute Blurk, hättest du da Bock drauf und wie findest du? Also ich finde, ähnlich wie beim Thema Gorgon, ich finde das Design sehr cool. Ich fand ihn auch lustig in der Serie, wie er da durch die Gegend da gelaufen und gehoppelt ist, da richtig schön und wie sie da drauf geritten sind. Das ist eine, waren, ich sag mal so, das waren unterhaltsame Szenen, aber nichts, dass ich, wie der Andrea gesagt hat, dass bevor ich mir so ein Riesenvieh da irgendwo ins Regal stelle oder in die Vitrine, da muss es schon eine ikonische Szene sein, da muss mir einfach das mehr geben, sage ich jetzt mal so. Und dafür, dass es mal die eine oder andere amüsante Szene einfach mal war, da gebe ich nicht so einen Haufen Geld für so ein Riesenvieh aus. Und da hätte ich auch gar nicht meinen Platz dafür, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja? Ich meine, ich hatte ja nicht mal einen Platz, mir den Jabba in 1.6 Ja. hinzustellen, den ich ja wirklich klasse finde und feier. Da werde ich mir jetzt nicht den Platz für den Blurk nehmen, geschweige denn die Kohle da raushauen. Das mache ich da nicht. Wie gesagt, auch schön, weil viele haben den ja, wollten den ja haben. Schön für die Leute, die den haben wollten. Aber für mich wäre das jetzt nichts. Ja. Das Lustige ist ja, 90% von denen, die den kaufen, haben den Platz davon dafür auch nicht, aber die quetschen den irgendwo mit rein, wo der total random noch zwischen 7 Figuren steht oder sowas. Das ist, weil so, wenn du sowas hinstellst, ähnlich wie das Towntown, dann muss das schon so, weißt du, auf einem Sockel stehen und unter Ja. Haube und so wirklich so ein Blickfang sein. Ja, so wie der an Andrea seinen Drachen aus Game of Thrones hat, ne? So wirklich, das ist so ein, wo du so ein Blickfang, wo du drauf zugehst, aber der darf nicht irgendwo begraben in der Ecke unter 5 anderen Statuen und Figuren oder so stehen, wo es aber bei den meisten Sammlern genauso aussehen wird. Okay, dann gehen wir mal weiter und wir gehen hier zu einem Bild von diesem Sideshow Showcase am 4. Mai, wo sie gemacht haben, wo sie noch die eine oder andere Figur angeteasert haben. Wir sehen da von dem Bad Batch gibt es natürlich auch noch eine andere Figur aus der Truppe, die mit dazu kommt. Ich gehe mir davon aus, je nachdem, wie es verkauft wird, werden sie da wohl alle machen. Oder wenn wir Rogue One nehmen, machen sie vielleicht auch nicht alle von solchen Truppen. Gucken wir mal, wie es ausgeht. Tatsächlich wurde ein Quill da auch angekündigt. Den sehen wir hier dann tatsächlich nochmal auf den beiden Bildern. Einmal von ein bisschen weiter weg, hier ein bisschen näher. Würde ich behaupten, in etwa die Größe, ja, ein bisschen größer als ein R2-D2 wahrscheinlich, wenn man das behaupten würde. Sieht so aus, als hätte er ein bewegliches Mundstück hier, beziehungsweise einen beweglichen Mundpart. Ansonsten relativ simpel gehalten, aber wie ich finde, trotzdem ganz cool und ein Charakter, wo ich auch finde, den müssen sie machen. Das ist sowas, wo ich sage, ein relativ ja, ikonischer Charakter von der ersten Season. Da bin ich nur echt mega gespannt, was der kostet, der kleine Kerl. Wollen wir jetzt schon mal wetten, dass der Typ wahrscheinlich locker über 200 € kostet und ich raste jetzt schon komplett aus, wenn ich daran denke. Dass Gut, das die, ist safe. ey, dass dieser Locker, kleine locker. Zwerg, Naja, wenn ey. Rocket kostet auch immer über 200, also dann wird es sich auch. Hau ab. Völlig Ja. geistesgestört. Und das ist der einzige Grund, warum ich die niemals haben werde, weil ich das nicht bezahle für 200 € für so einen kleinen. Ey, es ist einfach Metzgo-Größe, verstehst du? Ist einfach geisteskrank. Außerdem sehen wir hier, es wurde auch noch angekündigt, hier der Mando auf dem Speederbike tatsächlich und auch so ein Set mit ja, verschiedenen Grogus und so ein, diesem Katzenvieh. Dann wollen wir über das reden, Mit über dabei. diesen Ey, Fokus-Set. Also, nee. nur weil ich nicht schon wieder austicken will, sprechen wir da nicht drüber, weil da sage ich euch nur so viel dazu. Das Grogu-Set in diesem Fall kostet 170 €. Mehr brauchen wir da nicht drüber reden. Aber da sind wir wieder bei dem Thema, das haben die Idioten zu ver das haben die Idioten verursacht, die einfach jeden Scheiß kaufen und die wahrscheinlich auch wieder das kaufen. Die sind geistesgestört. Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Ich möchte eher, dass wir uns bitte auf den Quill fixieren und da nochmal drüber quatschen, der jetzt da ja gezeigt wurde. Wie findet ihr den auf dem ersten Bild und wäre der was für euch? Andrea, wenn du magst, kannst du mal anfangen. So, ja, also Figur sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Gefällt mir, kommt für mich aber auch nicht in Frage, weil ja, das ganze Thema Star Wars ist halt sehr gefährlich, da habe ich auch schon genügend Figuren davon. Und für den Mandalorian habe ich mir ja den Gideon vorbestellt. Da muss ich aber auch sagen, weil ich halt ein großer Fan bin von Giancarlo Esposito, ich jetzt für Gideon, ich fand den Gideon auf jeden Fall cool, aber hauptsächlich, weil ich ja von Giancarlo Esposito wollte ich auf jeden Fall was haben, weil ich mag den total, aus anderen Franchises natürlich, die man so kennt. Und ja, und wie gesagt, die Figur an sich ist schon sehr, sehr schön, so wie eigentlich die anderen auch, aber ja, es reicht. Es reicht. Sonst geht es wieder in diese Richtung Marvel, zu viel haben und das, ja, nee.
schon jetzt, da habe ich genügend und das soll auch so bleiben und dann doch. Okay, ja, dann würde ich sagen, Ferdi, wie sieht's bei dir aus? Ja, hättest du Bock drauf auf den guten Quill oder nicht so? Also ich mag den Quill in der Serie sehr gerne. Das ist ein sehr cooler Charakter gewesen. Und ja, gut, ich sag mal so, drum, da ich ja jetzt den Mondo nicht mehr habe, würde ich mir jetzt den Quill nicht holen. Irgendwann in Zukunft. Man weiß nicht, was sich ergibt. Wenn ich mal mehr Platz habe und gerade das Kohle technisch passt. Und was weiß ich, ich hole mir dann doch nochmal einen Mando oder die bringen mal einen besseren Mando raus, der mir da mehr zusagt. Und dann würde ich überlegen, mir den Quill da dazu zu holen. Also es wäre auf jeden Fall eine Option. Ja, also ich will jetzt nicht sagen, ich würde den Mini holen oder so. Aber wie du es auch schon sagst, der Preis 200 locker. Ich denke eher, der wird auch wegen dem Mando-Hype, der wird da über 250 eher liegen. Das würde ich sogar so weit Hau gehen. ab, ey. Aber das sehen wir, das werden wir früh genug noch mitbekommen. Bestimmt. Das ist ein Preis, den würde ich nicht bezahlen. Also wenn mir einer Mando oder aus zweiter Hand Mando und einen Quill für einen guten Preis anbietet, ja, okay, dann würde ich den Platz opfern und das die Kohle, aber den jetzt vorzubestellen oder so, das würde ich auf keinen Fall machen. Mache ich einfach nicht. Und nicht zu dem Preis, was er wohl kosten wird. Nee. Ja, obwohl ich den Charakter mag und ich finde, er sieht auch sehr cool aus hier auf den Bildern. Also der hätte es sehr schön gemacht und alles. Aber jetzt erstmal nicht. Würde ich mir nicht holen. Ja, wie gesagt, ist noch nicht draußen, was er kosten wird, aber ja, schauen wir mal. Ich würde tatsächlich jetzt noch was mit reinnehmen, dann haben wir das Thema Star Wars hier auch abgeschlossen ein Stück weit oder nicht ganz, kommt noch eins, aber der gute Artillery Trooper oder Stormtrooper aus Mandalorian ist jetzt auch zur Pre-Order in dieser weiß-gelben Variante mehr oder weniger. Im Prinzip der Mercer Trooper. Ja, natürlich relativ schnell erklärt, ist simpel, schnell gemacht natürlich für Hot Toys, weil die Teile grundlegend eigentlich schon da sind. Mit minimalen Veränderungen tatsächlich auch ein Stück weit, was das Design angeht. Da müssen wir gerade mal überspringen. Da sind wir hier. So, was das Standard-Stormtrooper-Design angeht, wenn mich nicht alles täuscht, ist der Brustpanzer minimal modifiziert. Tatsächlich ist es auch so, ich bin mir nicht mehr sicher, weil es ist schon ein bisschen länger her, dass ich die Stormtrooper hatte von Hot Toys. Ob das jetzt bei der neueren, die rauskam, also ne, jetzt auch die Remnant Stormtrooper und so, ob das da auch schon so waren. Aber der Undersuit, der sieht jetzt hier stoffbasiert aus. Das war tatsächlich bei der ersten, glaube ich, Episode 4 Stormtrooper Doppelpack-Variante, war das so ein Gummi-Undersuit, wenn mich nicht alles täuscht. Hier sieht man jetzt, dass es so was Stoffmäßiges ist. Ich glaube, das ist auch ein Stück weit anders. Ja, das ist auch wieder für den Hardcore, Hardcore, Hardcore Star Wars-Only-Sammler und für mich nicht wirklich was. Dementsprechend gehen wir da schnell durch. Ferdi, was sagst du zu dem? Wäre da was für dich oder eher nicht so? Da werde ich mich auch kurz halten. Nee, weil ich mir generell keine Stormtrooper hole. Ich habe gesagt, es sind also der Standard Episode 4 Stormtrooper fand ich jetzt cool. Hätte ich vielleicht zu meinen Wähler gestellt, der Death Trooper. Und abgesehen von denen, bis jetzt habe ich keine Stormtrooper gesehen, die mich wirklich ansprechen. Ja gut, der Commander Wolf Klontrooper fand ich noch eigentlich ganz cool. Aber der auch noch in Gelb-Weiß. Sieht einfach ekelhaft aus, also wäre überhaupt nichts für mich. Kann ich nicht mehr jetzt viel dazu sagen. Ja. Und ich wollte vorhin noch sagen, das Gelb-Weiß ist das Einzige, was mir gefällt als Dortmund-Fan. Und er sagt auch noch Ach so, ekelhaft. Ich kann okay. nicht mehr, Alles klar. ey. Ja, Andrea, wie sieht's bei dir aus? Der gute Weiter, weiter. Artillery-Stormtrooper. Weiter, weiter. Kann Hast du schon ich. Kann. gepreordert, ja? Nee, gar kein Interesse. Also wirklich. Obwohl ich mit Star Wars auf jeden Fall mehr anfangen kann und finde viele Charaktere sehr cool, mit Stormtrooper kann ich immer noch überhaupt nichts anfangen. Ich finde die Charaktere einfach unnötig und nervig und ich frage mich, warum die überhaupt hier Tatsächlich ist es auch so, ja, es ist, so weit sind wir, dass es preislich fast schon noch okay ist. Der kostet 240 € für einen Stormtrooper, eigentlich eine Frechheit, dass man das schon okay findet, aber das ist so in der Preisregion sind wir jetzt. Wie gesagt, das ist auch nur für die Hardcore, Hardcore Star Wars Only Sammler. Und dann gehen wir auch tatsächlich zu den finalen Star Wars Sachen. Die nehmen wir dann auch gleich noch mit rein. Dann überspringen wir das. Weil tatsächlich Sideshow hat jetzt die Clone Wars Varianten von Anakin angekündigt, von Obi-Wan und natürlich auch von dem guten Grievous, wo sie nochmal
eine Variante rausbringen. Da haben sie schon die Variante zu Episode 3 rausgebracht, den Plastikbomber, der von der Qualität der absolute Oberhorror ist. Und da bringen sie jetzt auch noch die animierte Variante und eben der Obi-Wan und auch Anakin. Auch hier ganz kurz, kommt für mich nicht in Frage, weil ich hype die animierte Serie nicht so. Aber ich finde, auf den Bildern sehen die aus, als hätten wir sie direkt aus der animierten Serie rausgeschnitten. Unfassbar. Also 1:1. Aber ich mag das, ich finde den Style einfach scheiße und dementsprechend sehen die für mich nichts aus. Aber rein objektiv aus der Serie rausgenommen als Figur, finde ich die optisch perfekt gelungen. Also ja, so viel dazu ganz kurz. Andrea, wie sieht es bei dir aus zu den animierten Anakin, Obi und auch Grievous? Ja, also sehe ich genauso wie du. Die sind wirklich, sehen das irre aus, das auf jeden Fall. Kommt für mich natürlich auch nicht in Frage. Und ich muss sagen, ich finde, das wiederum macht mehr Sinn, als das, was eigentlich auch Toys gemacht Ja, hat. Mit absolut. richtigen Köpfen und so. Was soll das? Ich meine, klar, manche vielleicht stehen das vielleicht auch auf die Variante, aber ich finde, das macht keinen Sinn. Aber das wiederum macht für mich wiederum Sinn. Kommt für mich, wie gesagt, nicht in Frage, aber kann ich ja nachvollziehen. Ja. Also wie gesagt, ich kann es halbwegs nachvollziehen, auch was Hot Toys da gemacht hat, aber das ist auf jeden Fall logischer, ne? Das wirklich 1:1 in dem animierten Style auch zu machen. Ja, Ferdi, wie sieht's bei dir aus? Die Animated Star Wars-Geschichten, hast du da Bock drauf oder eher nicht so? Ja, also ich schließe mich der Meinung von Andrea an. Ich finde sowas viel besser, wenn man das wirklich so macht, wie sie auch in der Serie aussehen, als irgend so ein Zwischending, also die Outfits aus der Clone Wars-Serie, aber dann mit Heads von dem Film. Das hat für mich überhaupt nicht gepasst. Fand ich auch überhaupt schrecklich, sah das aus. Aber hier, jetzt wo es wirklich 1:1 aus Clone Wars ist, finde ich schon deutlich besser. Ich muss sagen, Clone Wars hat auch die ein oder andere tatsächlich ansehbare Folge gehabt. Absolut, ja. Wäre jetzt aber jetzt auch nichts für mich, was ich mir jetzt reinstellen würde, weil dafür feiere ich die Serie auch nicht so genug. Was ich halt schade finde, Sideshow haut jetzt, macht jetzt eine Neuauflage von ihrem alten Grievous, bringt jetzt noch so einen animierten Grievous. Ich meine, so einen richtig coolen, wertigen Grievous, vielleicht auch so mit Diecast-Teilen, wäre schon geil Ja. eigentlich, ne? So sie richtig schön posen kann. Da kann man richtig geile Sachen mitmachen und so, ja. Das wäre schon eine tolle Sache, aber die müssen erstmal dran arbeiten, den zu fixen und nicht einfach das alte Schrottmodell einfach nur neu auflegen und nochmal neu auflegen und nochmal neu auflegen oder vielleicht in der Version einfach nochmal mit neuem Paint. Das ist halt scheiße. Wenn Sideshow den nochmal richtig überarbeiten würde, die Macken beheben würde und alles und ein bisschen den Wertiger gestalten würde, dann wäre so ein Grievous zumindest schon mal eine Idee, sage ich jetzt mal so, ja. Weil rein optisch, der macht schon viel her, sage ich jetzt mal so. Aber wenn die es immer so rausbringen, nee, danke, aber dann warte ich mal das Endprodukt ab, mal sehen, wie er am Ende aussieht. Und da war ich zumindest mal den Grievous weiter im Auge. Aber ansonsten, alles in allem, wären die nichts für mich, nee. Ja, vor allen Dingen, wenn die so ein Grievous machen, und da kannst du wahrscheinlich eher auf Hot Toys hoffen, aber auch die werden kein Diecast benutzen, dann würde mir das auch reichen, wie beim Robocop. Es müsste ja nicht mal komplett Diecast sein, aber so der Brustbereich, der Head und vielleicht die Unterarme oder irgend sowas sind alle Diecast oder Oberarme und Oberschenkel. Hauptsache ein Gelenke auf Diecast-Anteil, jeden Fall. Gelenke, genau, ne? Das, da, wo auf jeden Fall das ein bisschen Stabilität erfordert, da ein Stück weit das vorhanden ist. Aber da, warum, wie du gesagt hast, die legen den alten Schrott auf und die Leute feiern es, weil der Grievous ist tatsächlich auch da, für die Figur haben die Leute teilweise 500 € bezahlt. Das ist kompletter Plastikschrott, no joke. Der steht nicht von alleine, das ist absolut eine komplette Hartplastikfigur. Es ist unfassbar, es ist, oh wow, echt irre. Also damals habe ich nicht verstanden, wie, als der das erste Mal rauskam, glaube ich, hat er 180 € gekostet, oder ich bin gar nicht mehr sicher, kann auch knapp über 200 gewesen sein. Da habe ich schon nicht verstanden, dass man das bezahlt, aber 200, hör auf. Okay, na gut, dann würde ich sagen, dann kommen wir jetzt nochmal zu einem ganz interessanten Thema. Und da sind wir tatsächlich nochmal bei Game of Thrones. Denn der gute Jorah Mormont wurde auch wieder mal auf irgendeiner asiatischen Ausstellung gezeigt, aus dem Hause 3-0. Bedeutet, der wird der nächste in der Reihe Game of Thrones sein bei 3-0, der Pre-Orderbar ist.
Rein von den Bildern fasse ich mich auch ganz kurz. Outfit sieht immer wie immer absolut fantastisch aus, ist das, wenn mich nicht alles täuscht. Staffel 8 Outfit, was er hat, sieht tatsächlich ganz cool aus, obwohl, sagen wir mal, sein braunes Outfit, was er so hat, vorher auch sehr ikonisch ist. Ne, mit dem Hemd, wo er rumläuft, sicherlich auch cool ist. Head finde ich hier auf den ersten Bildern eigentlich in Ordnung, nicht Killer. Aber da gibt es sicher auch noch mal ein bisschen bessere und besser belichtete Bilder. Ganz cool. Der Hals wirkt auf manchen Bildern ein bisschen kurz, aber das, denke ich, liegt da einfach ein Stück weit an dem Outfit. Das kann man sicherlich auch, wenn man den Brustpanzer ein bisschen runterzieht, auch selbst noch so ein bisschen fixen, dass es gescheit aussieht. Ich bin auf die ersten Bilder gespannt, wenn du die Figur preordern kannst. Wenn die gut auf den ersten Bildern schon aussieht, hier sieht sie schon ganz nice aus, aber auch auf den Promobildern wird die von mir safe gepreordert, weil es ist einer meiner Serien-Favorites tatsächlich. Den mochte ich sehr gerne und ich mochte auch seine sehr dramatische Story-Arc sehr, sehr gerne. Und ja, schade, dass man neben ihnen nicht noch eine tolle Daenerys stellen kann, aber wer weiß, was die Zeit bringt. Da hoffe ich einfach seit jeher auf ein Staffel 7 Outfit oder Staffel 8 Ende Outfit von Daenerys und dann noch mit einem relativ guten Head und es wäre ein Träumchen, aber das wird schwierig, weil weibliche Charaktere in 3-0 ist so ein bisschen, ja, Sand im Getriebe. Aber Andrea, der natürlich die ganze Game of Thrones Line da verfolgt und am Start ist, ist sicherlich auch Feuer und Flamme. Der gute Herr, wenn der so rauskommt, wie du da siehst, oder eventuell noch besser, wäre da was für dich und würdest du dir den snacken? Aber auf jeden Fall. Also da bin ich auch gleich immer, also jeden Charakter, vielleicht zusammen mit Clegane und Tormund, jedenfalls meine ganz Favorite. Also ich fand dann wirklich seine Story dann total cool und diese Beziehung mit Dany, das ist, ich feiere den wirklich. Deswegen habe ich auch über ihn gefeiert, als sie das schon angekündigt haben. Man hat ihr gewusst, dass ja das Jora so gesehen gemacht wird. Das ist ja auf jeden Fall von Staffel 8, das hat sie auch schon angekündigt. Der nächste müsste dann Robb Stark sein. Und dann kommt noch Drogo und Khaleesi. Das ist auch so eine Sache. Die machen kein diese Schweine und keiner aus Staffel 7 und 8. Ich kann die komplett ausrasten. Weil sie einfach auch Wirklich. wissen, wie schwer das ist, ne? Aber da frage ich mich wirklich, wo da auch wie gedacht wird. Also, machen die, weil, das hat mich das Thema auch mit dem Kumpel gehabt, ich so, meinst du vielleicht, die machen gerade mehr Figuren aus den anderen Staffeln, weil die letzte Staffel, sag ich mal, nicht so gefeiert wurde und da haben die ja Angst, dass die Leute sagen, nee, boah, die letzte Staffel hat mir nicht so gefallen, dann hole ich mir auch die Figur nicht. Oder steckt einen anderen Sinn dahinter, weil das macht gar keinen Sinn. Ich meine, man kann über die letzte Staffel sagen, was man möchte, aber die Kostüme von Staffel 7 und 8 sind die geilsten aus der ganzen Serie. Wie Ja, gesagt, Mann, gibt keinen Charakter. ich brauch einen Jon Snow aus, wo sie hier gegen die White Walker Armee da auf der Eisinsel sind, in diesem kompletten Fellkostüm, was er da anhat. Oh, so brutal, Mann. Das ist unfassbar. Also es gibt wirklich keinen Charakter, egal ob auch sogar Varys, Kleinfinger und so, auch Charaktere, die ich zum Beispiel gerne hätte. Die Kostüme sind einfach nur so unfassbar gut, Man wirklich muss aber auch sagen, unfassbar das gut. Kostümdesign an sich in der Serie ist geisteskrank gut, ne? Ja. Ich meine jetzt die Bilder, was er vor kurzem da auch gezeigt hat, ist so von House of the Dragon, da Ja. dachte ich mir, ich sag, ja, die Serie, geht mir nicht. Die feiere ich auch total. Also, wie gesagt, schon allein, was Kostüme geht, einfach die Davis, ja, das ist halt so ein Quatsch gewesen. Ich habe mir da eh versprochen, sollte tatsächlich keine weitere kommen, was ich auch ehrlich gesagt bezweifle, weil ich meine, drei Stück, ob die tatsächlich noch eine vierte machen, weiß ich nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Weil ich meine, bis jetzt haben die ja so ein bisschen zwei gemacht und beide vom Metzger fährt dann scheiße aus. Also dann irgendwann sagen die Leute auch, leck mich am Arsch, das noch. Ein anderer Hersteller, glaube ich, da ist die größte Chance. Ja, aber das wird schwierig, weil ich meine, die haben viele Figuren angekündigt, also bedeutet, bei denen wird wahrscheinlich Vertrag, was die da haben und so, und schon auf die Nee, Seite natürlich gehen. nicht lizenziert, ne? Ist klar, das ist Ach so, ach von so, ja, ihren okay. Bim Bambino Toys kommt dann die Mutter der Drachen oder sowas. Ach so, ja, klar, das wäre natürlich cool. Mit einem gescheiten Outfit, selbstverständlich. Dann, wie gesagt, Staffel 7 und 8 und bei diesen mehrere, die mir übertrieben gefallen, das ist auch noch der Witz. Also, das ist so ein, dann ist halt okay. Mindestens vier Stück finde ich absolut egal. Weil ich wirklich abgehört. Aber ja, wie gesagt, Jora, über Jora auf jeden Fall bin ich
mega dabei, freut mich über die. Und ja, bin mal gespannt, wie es weitergeht, die ganze Geschichte. Ich bin da jetzt eigentlich schon sehr, ich habe mich schon übertrieben, sehr reingeschrieben, das ganze Thema Game of Thrones. Ich kann mich noch erinnern, wenn man nachdem die Szene vorbei war, war ich so angepisst, war ich so wütend und so, dass ich nichts mehr davon hören wollte. Und danach aber nach dem Rewatch und so habe ich verstanden, warum ich auch so wütend war, weil ich selber einfach so krass geliebt habe und habe gedacht, ich will das, ich will das haben, ich will die Charaktere haben. Deswegen dann habe ich mir auch alles geholt, was ich mir holen wollte. Es macht einfach Spaß, die Serie ist super und die Charaktere sind auch, das ist auch noch das Geile, auch dass die Nebencharaktere so gut geschrieben sind, so interessante Storyline haben und so weiter und so fort. Da bin ich, glaube ich, da bin ich mehr als froh, dass ich das gemacht habe. Weil ich liebe diese Serie und freue mich auf jeden Fall auf die Serie nächstes Jahr. Also wie gesagt, sehr interessant, was da noch alles kommen wird von ReZero, wahrscheinlich an Figuren. Hoffen wir mal, und ich gehe mal ganz stark davon aus, irgendwann wird da auch eine andere Herstellerfirma auf den Geschmack kommen und die ein oder andere Figur nochmal rausbringen. Wie wir es ja jetzt aber auch tatsächlich bei Extensation schon hatten, ne? Also es liegt ja auf der Hand, dass da eventuell dann auch nochmal der ein oder andere kommt, wo man Bock drauf hätte. Ich persönlich hatte ja mir eigentlich nur vorgenommen, die Hauptcharaktere von den Starks und auch so, ne, ja, Targaryen und was weiß ich zu holen. Aber das wird bei mir wohl auch nichts werden, da ich jetzt schon den Tormund habe. Und solange die Qualität passt und der Preis dann auch dafür, weil tatsächlich ist es so, ich habe das nie so mega aktiv verfolgt und habe mich immer geärgert über die miserable Qualität teilweise. Und dann waren wir mal im Figure Talk und dann hat da Andrea noch gesagt, wo ich gesagt habe, die verlangen Hot Toys Preise für so einen Dreck, der gesagt hat, nee, du musst mal gucken, und ist tatsächlich nicht so. Also Fakt ist, wenn du bei deutschen Händlern jetzt die ganzen Figuren, auch die Sansa und so kaufst, bezahlst du 200 € dafür. Wenn ich sie in Asien bestelle und hoffe, und zu 99% klappt das, ohne Zoll sie zu bekommen, bezahle ich 150. Und für 150 sind die Figuren von der Qualität, obwohl da jetzt, wie gesagt, eine Cersei und Daenerys würde ich mir auch nicht für die Kohle hinstellen. Aber ansonsten sind die mehr als in Ordnung. Besonders jetzt mit dem Tormund, der ist dermaßen gelungen. Ja, Ferdi, wie sieht's bei dir aus? Der gute Jorah Mormont, wäre da was für dich? Und wie findest du die Figur? Also ich mag den Charakter, ist jetzt aber halt nicht so einer meiner absoluten Lieblingscharaktere aus der Serie. Da würde ich mich auch eher nicht holen. Was die Figur angeht, ich finde die Rüstung sieht mega cool aus. Also ich sage nochmal, für Free-Zero-Verhältnisse ist der Headscape sehr gut, muss ich sagen. Ja, der ist jetzt nicht spot on, aber für die Verhältnisse finde ich den, zumindest auf dem Promo-Bildern ist sie schon mal sehr gut. Also auf dem, bei der hier bei der Promo-Figur. Die Rüstung sieht wirklich sehr geil aus, muss man ganz ehrlich sagen. Die sieht hier sehr schön aus. Ich finde die Farbgebung sehr schön, wie sie sitzt, finde ich sehr schön. Ja, der Halsbereich, aber da muss man halt einfach mal gucken. Und ja, ich denke schon, dass sie auch hier einfach überleuchtet ist, die Figur. Daher wirkt manche Partien, sage ich mal, auch ein bisschen komisch. Aber alles in allem sieht die schon sehr stark aus. Ich werde die mir aber nicht holen, weil was Game of Thrones angeht, wie gesagt, ich bin jetzt nur aktuell am Überlegen, wegen Tormund und Brienne mir noch zuzulegen. Und habe ja, wie gesagt, nur Tyrion und Tywin bis jetzt. Und dann wäre eventuell vielleicht nochmal Jaime oder wenn die bringen, vielleicht nochmal ein Varys, wenn dann einer nochmal releasen sollte, eine Idee. Aber dann ist das Thema auch beendet, weil aus zweierlei Gründen. Es ist einfach ein Fass ohne Boden, ja. Da gibt es mittlerweile schon so viele Charaktere, die da released wurden. Und das wird dann einfach too much, sage ich mal so. Auch bin ich jetzt eher so der Typ bei vielen Serien, der mal öfters mal mehr auf die Nebencharaktere guckt. Also ich konnte mit Jon Snow und Daenerys eher weniger anfangen, sondern mehr mit Nebencharakteren. Die fand ich sehr gut ausgearbeitet, wie zum Beispiel auch Davos, fand ich sehr stark. Und man darf nicht vergessen, es kommt demnächst auch noch eine neue Game of Thrones Serie. Und je nachdem, ich kenne jetzt die Handlung schon, weil ich die Bücher kenne. Aber ich warte ab, wie die Charaktere dann in der Serie umgesetzt werden. Aber ihr dürft nicht vergessen, da wird es auch nochmal Figuren dazu geben.
Und egal wie gut dann die Figuren auch werden, ich kann jetzt mir nicht leisten, nochmal drei Regale nur mit Game of Thrones Figuren, auch wenn es auch für so zwei oder drei Serien wäre, mir jetzt nochmal dahin zu stellen. Da muss ich mir halt dreimal überlegen, welchen Charakter ich jetzt wirklich haben möchte. Und ich denke mal mit Tom und Brienne nochmal, dann war es das auch schon bei mir zum Thema Game of Thrones, was jetzt die letzte Serie angeht, zumindest. Ja, aber sieht sehr stark aus, der Genre aus auf dem Bild, das muss man ganz klar sagen. Ja, finde ich auch auf jeden Fall. Okay, dann würde ich sagen, dann gehen wir mal weiter und dann sind wir tatsächlich auch bei dem Finalen. Und zwar, ja, es wurde natürlich auch seit langer Zeit mal wieder ein Iron Man angekündigt. Und das meine ich tatsächlich nicht mal ironisch gemeint, sondern sagen wir mal so ein wirklich Iron Man, ein Oldschool-Anzug, glaube ich, ist tatsächlich schon echt bisschen länger her. Ich glaube, der Mark 7 oder so in Diecast Fünf. oder 5 war der. Nee, ich meine, aber Mark 7 in Diecast war der Ach so. letzte Main-Anzug, der, sagen wir mal, Ah. Oldschool-Anzug, der irgendwie angekündigt wurde. Ja. Jetzt ist hier der Fall, dass sie wieder einen Mark 5 rausbringen, allerdings in der Variante, die besonders in Asien von Customizern ganz oft tatsächlich favorisiert wurde und auch extrem teure Customs gemacht wurden. Und zwar in der Variante, wo Tony eben seinen Racing-Anzug anhat und der Anzug des Mark 5 sich mehr oder weniger so um ihn rum aufbaut, aus dem Koffer raus. Und hier ganz kurz abgehakt, auch schon wieder, ganz kurz so wieder, leider Gottes ein blöder Spruch Richtung die Community. Mir geht das Gehate gegen Iron Man absolut auf den Sack, weil ich absolut verstehen kann, ähnlich, mir geht Star Wars eigentlich mehr auf den Sack als Iron Man im Moment und ich bin Star Wars-Fan. Das sagt schon einiges. Solange es gut gemacht ist und die Leute es feiern, sollen die bitte bedient werden. Natürlich wünsche ich mir auch Sachen, die mir dann gefallen, aber solange es funktioniert, ist okay. Ganz besonders bei sowas verstehe ich das Gehate nicht, einfach nur aufgrund dessen, ich finde es mega originell. Das ist jetzt dieser Anzug, der sich um ihn rum aufbaut. Ich finde, es sieht sensationell geil aus. Ich finde, der Tony-Hat ist super cool gemacht, ist mal neuer. Ich bin gespannt, wie er aussieht, wenn er rauskommt. Das ist ja da trotzdem auch noch mal ein Thema. Aber dieser Anzug, der sich um ihn rum aufbaut, das sieht so nice aus. Wenn ich jetzt Iron Man Sammler wäre, würde ich mir das Ding aber sowas von safe snacken, wahrscheinlich. Natürlich muss man hier aber auch schon wieder sagen, natürlich 400 € in der Deluxe-Version und tatsächlich 400 € ohne Diecast. Das muss man natürlich auch hier sagen. Wobei ich hier mit anmerken würde, die Konstruktion dieses Undersuits mit den ganzen Kabeln und was weiß ich, das ist schon sehr aufwendig gemacht und nicht simpel einfach mal wieder von dem Mark 5 jetzt wieder mal eine neue Variante und Reuse gemacht, sondern das ist doch schon sehr aufwendig. Und ich würde sagen, rein preislich ist das oberste Kante. Wenn ich Hardcore Iron Man Fan wäre, würde ich es wahrscheinlich machen. Ansonsten ist es mir zu teuer. Aber rein objektiv, es sieht qualitativ killer aus und mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Und ansonsten bin ich kein Iron Man Sammler. Aber das für Iron Man Sammler und die Szene mit Whiplash nachstellen wollen oder so, den neben Whiplash hinstellen, genial. Ich bin auch kein Fan von Mark 5 tatsächlich. Ist einer der Suits, die ich nicht so mega finde. Ist nicht hässlich, aber mag ich nicht unbedingt so mega. Ja. Ist das so das, was ich dazu sagen kann? Ferdi, du als Hardcore-Marvel-Fan, aber auch nicht so der krasse Iron Man-Fan, glaube ich. Wie findest du denn hier den Mark 5 in der Suit-Up-Version? Also ich muss sagen, ich kann mich erinnern, wie Hot Toys mal angeteased hatte, den Mark 7 so als offene Rüstung, jetzt nicht wie er ihn gerade anzieht, aber so als offene Rüstung, wie er ihn gerade da reingeht in die Rüstung. Ja. Wurde, glaube ich, ein paar Mal angeteased, auch längere Zeit. Es war nicht der Siebene, es Damals, war wo der Fünfer, glaube ich, aus Iron Man 2, wo er vor dem Donutladen reingeht, oder? Das ist der Fünfer, glaube ich. Ich bin mir aber nicht sicher. ich glaube, das war der Siebener, wo Ja. er die Rüstung sich öffnet und der dann so reinfliegt sozusagen in dieses Ding, in die Rüstung. Aber das gibt's. Ich glaube ich. Aber das gibt's. Das ist Nee, es. die kam nicht raus, die kam nicht raus. Das war nur angeteased, soweit ich mich erinnern kann. Okay. Weil ich weiß noch, das war so gewesen. Ich hatte ja zeitlang wirklich viele Tony Stark-Figuren, wollte mir so ein Tony Stark-Labor aufbauen, alles hin und her und Iron Man seine Variante hat auch eine Gantry gehabt und alles. Und da habe ich halt wirklich darauf gewartet, dass die einfach mal ein Suit bringen, ob es jetzt der 7er ist oder jetzt so wie hier der 5er, einfach ein Suit bringen, wie er hier dargestellt wird, dass der Tony Stark den gerade anzieht, ja. Sowas hatte ich mir tatsächlich gewünscht, ist aber nie released worden, bis jetzt. Nur jetzt habe ich halt so viel von meinem Iron Man verkauft und Tony Starks etc. Jetzt habe ich ja nur noch den Mark 45 und warte auf den Battle Damage Mark 85 aus dem Endgame und dann ist Thema Iron Man auch schon erledigt.
Ich mag Iron Man noch, aber der Hype hat halt stark nachgelassen, sage ich jetzt mal so. Finde den Suit hier, wie gesagt, sehr geil. Früher hätte ich mir den sofort geholt, gepreordert und so. Auch wenn ich sagen muss, preislich ist es schon ein bisschen knackig, sage ich jetzt mal. Ja. Ja. Auch da hätte ich mir gesagt, okay, für Iron Man Fans auf jeden Fall ein Muss. Und ich finde, es ist auch sehr, sehr geil umgesetzt und es ist halt nicht immer das Gleiche, ja. Es ist jetzt nicht der 100. Iron Man, der umlackierte oder sonst was, sondern es ist wirklich mal wieder was anderes. Und ich denke, das ist auch etwas, wo auch viele Fans, die noch starke Fans sind, auch drauf gewartet haben, sage ich jetzt mal. Kann ich mir vorstellen, weil ich weiß, wie es mir damals so ging. Und auch für so ein Duo, wie du gesagt hast, es gibt ja Leute, die haben ja sehr schöne Rennbahn-Dios gemacht mit dem Whiplash. Und da jetzt den so einzustellen, wäre schon cool. Von diesem Rennfahreranzug gab es ja schon viele Drittherstellerfirmen, die den schon rausgebracht haben. Da Ja. gibt es auch schon viele Customs mit Tony Stark und diesem Rennfahreranzug. Aber ein Custom, wie er gerade einen Anzug anzieht, gibt es zwar auch, aber wie du schon gesagt hast, die sind halt schweineteuer und auch nicht mal so dolle alle davon. Aber hier von Hot Toys dann für 400 €, wie gesagt, wer es schon so ein Dio stehen hat, auf jeden Fall ein Muss. Und finde ich, sieht nicht schlecht aus. Ich würde es mir jetzt nicht mehr holen, weil ich habe auch nicht einen Whiplash und mir geht es auch so ähnlich. Ich bin auch kein Freund von dem Mark 5 Anzug. Ich finde, der sieht sogar eher, ich finde ihn eher sogar hässlich, muss ich sagen, vom Design her. Ist immer ein bisschen was anderes als nur rot-gelb, also rot-gold, mal eine andere Farbe. Aber mir hat halt das Design auch nicht so richtig zugesagt vom Mark 5. Aber wer Iron Man Fan ist, auf jeden Fall eine feine Sache und sieht stark aus und stark verarbeitet aus, ja. Muss ich auf jeden Fall sagen. Ja, ich bin mal gespannt, das noch als kleiner Anhang dazu. Die Leute, und das rate ich vielen auf jeden Fall, die ihr Lederzeug pflegen, denen würde ich wahrscheinlich dazu raten, diesen Anzug direkt zu pflegen, weil so ein Ganzkörperlederanzug von Hot Toys. Uff. Wobei man ganz ehrlich sagen muss, gerade in den Close-Up-Bildern, ja doch, es ist wieder so ein Lederimitat. Also das ist. Hui! Komplett vergessen, das Hui, Geld hui, vergessen. hui. Also eins ist klar, ich würde dem nicht lang die Arme beugen und ich würde ihn dann einfach pflegen, weil tatsächlich ist es so, wenn du die Figuren mit diesen Materialien pflegst, dann kann dann auch was passieren. Aber ich muss nur mal kurz hier das Holz einmal draufhauen. Ich habe nirgendwo Probleme damit. Und es liegt aber auch daran, meine Figuren kennen kein Sonnenlicht. Ja, das ist schon mal ein Grund. Und ansonsten pflege ich eben diese Ledergeschichten jetzt seit kurzem doch schon regelmäßig. Ja, Andrea, wie sieht es bei dir aus, der Mark 5 in der Suit-Up-Version? Du hast ja keinen Iron Man mehr. Dementsprechend gehe ich mal davon aus, du hast da wahrscheinlich auch keinen Bock drauf. Aber wie findest du den? Ja, genau, also Bock habe ich auf jeden Fall auch nicht. Ja, ist schon cool. Was mich aber voll überrascht hat, oder was du gesagt hast, habe ich jetzt mal wieder die Bilder angeschaut. Ich halte mich nicht noch weiter. Noch weiter. Und kostet aber wie eine Deichkraft. Ja, okay, gut, man kann den anziehen und sieht schon schick aus, aber ey, ganz ehrlich, 400. 400, das kostet wie nochmal ein Deichkraft. Das ist schon krass. Ja. Naja, wie gesagt, sieht cool aus, gar keine Frage. Ja, die Szene ist auch ikonisch. Ich finde Mark 5 in Ordnung, ist auch nicht mein Lieblingsmodell, aber mehr so der Mark 6, Mark 7. Und von den anderen, was mich da zum Beispiel auch verwundert, die eigentlich für die anderen auch tausend andere Versionen, aber die Mark 1 direkt das, wenn jetzt hier eigentlich alle anderen gemacht haben, die auch fliegen. Sowas raus, was eigentlich schon ein bisschen überraschend war. Ne? Ich meine, ich habe ja schon mal ganz gleich gehabt, sowas raus, die war schick, ja. Aber Trip schon seit einer Weile raus. Weil das wäre schlecht. Das ist schon fast raus. Mittlerweile rege ich mich auch nicht mehr auf. Ich muss sagen, das vor einem Jahr habe ich mich noch aufgeregt. Mittlerweile. So reagiere ich ungefähr. Ich scroll einfach weiter. Ich gucke mir vielleicht noch Bilder an. Okay. Das ist halt noch ein Album. Aber aufregen tue ich mich da auch nicht mehr. Bringt auch nichts. Was soll eigentlich bringen? Ich meine, sowas wird sich wieder verkaufen, die warme Brötchen. Da bin ich mehr als sicher. Und von daher, ja.
Es gibt auch andere Figuren, anderen Hersteller. Sollen die das machen, wenn sie das machen wollen? Ja. Ja, ich denke halt, du kannst diese Sachen immer in 100 verschiedene Richtungen drehen. Ich denke, es gibt einige Leute, die regen sich bei 3-0 in Schrägstrich 3A auf, warum sie andauernd die scheiß Game of Thrones Figuren rausbringen, aber zu Halo nichts mehr, obwohl sie die Lizenz haben. Also das kannst du so in 300 verschiedene Richtungen drehen. Solange da immer mal wieder was für jeden dabei ist, und ich denke, das schafft Hot Toys doch, und das haben wir auch in den letzten Jahren geschafft, immer mal wieder mit einer It-Figur und was weiß ich, die immer mal wieder dazwischen rutscht. Dann doch auch mal was für den Nischensammler und nicht immer den Marvel, DC oder Star Wars Sammler zu bringen, dann ist das okay. Und das sieht schon ganz nice aus. Ja, ansonsten sind wir soweit durch, was Figuren angeht. Das ist wieder ein riesenlanges Ding geworden. Ich möchte hier gerade nochmal sagen, ihr habt es jetzt auch wieder bei dem Iron Man Part gemerkt, dass ihr sehr wahrscheinlich in diesem Podcast oftmals den Andrea nicht gut gehört habt. Sorry nochmal dafür. Wir versuchen das fürs nächste Mal mal in Erfahrung zu bringen, woran es da wirklich lag. Es war jetzt beim Iron Man ja wieder so, dass man ihn kaum verstanden hat. Ich hoffe trotzdem, dass ihr Spaß an dem ganzen Ding hier hattet. Ich denke, es war trotzdem wieder ein mega cooler Podcast. Sicherlich schade, dass man den einen oder anderen Satz vom Andrea nicht so gut gehört hat, aber wir haben es versucht, innerhalb dieser jetzt knapp 5 Stunden bald oder 4 Stunden immer mal wieder so halbwegs hinzukriegen, das zu fixen, aber er ist dann doch immer mal wieder weg. Sorry dafür, aber ja, ist diesmal halt so gewesen. Ich denke, die wichtigsten Punkte, da hat man Andrea immer dazu gehört. Nichtsdestotrotz hat es mir wie immer mega viel Spaß gemacht mit den beiden Jungs hier. Ja, die neuesten Figuren zu bequatschen. Tatsächlich dachte ich, es wird heute mal ein bisschen kürzer, weil wir keine Messe haben und irgendwas, dass es halbwegs humaner ausfällt, aber da muss ich wohl noch weniger reinpacken, damit wir das runterkriegen von der Zeit her. Aber es ist auch nicht schlimm, dafür sind wir ja bekannt. Zeit muss mitgebracht werden, wenn es ein Nerdbomb-Podcast ist. Dementsprechend werden wir uns wahrscheinlich zu der nächsten ja, Comic-Con bzw. Sideshow-Con-Ankündigung wieder hören, wenn es wieder neue Infos gibt zu neuen Figuren. Ja, nichtsdestotrotz wieder mega, mega viel Spaß gemacht, mit euch zu fachsimpeln hier. Haut auch mal in die Kommentare, was ihr so über die ganzen Figuren denkt. Und ganz wichtig, der Andrea wird es gleich auch nochmal sagen, checkt seinen Kanal aus, ist in der Beschreibung natürlich ganz oben verlinkt. Ja, in diesem Falle bedanke ich mich bei dem sensationellen Besuch, die heute sich hier wieder den ganzen Abend mit mir um die Ohren geschlagen haben. Sowas ist ja nicht selbstverständlich. Vielen lieben Dank dafür. Als allererstes mal an den armen, ja, technikgeplagten Andrea heute Abend, der aber trotzdem ja super heute wieder mit am Start war. Und vielen lieben Dank an dich, mein Bester. Ja, und ich danke dir, René. Ich hoffe, dass man das jetzt noch zumindest noch hören wird. Und dir auch, Ferdi, für eure Zeit. War wieder cool, dabei zu sein. Freue ich mich jedes Mal. Wird auf jeden Fall ein bisschen cooler, auch wie ich jetzt kommen kann. Ankündigung. Ich habe mich auch ja, bestimmt auf jeden Fall cool. Und wie gesagt, tut mich auf jeden Fall entschuldigen, falls man nicht immer alles gehört hat. Es kommt natürlich auch sein, dass momentan nicht so laut reden kann, weil ich auch sehr spät. Vielleicht deswegen nimmt es auch nicht so gut auf, aber wer weiß. Dafür würde ich mich auf jeden Fall entschuldigen und bei dir, René, wie gesagt, bedanken, dass ich wieder dabei sein durfte und freue mich auf jeden Fall bis nächstes Mal. Ja, alles gut. Wir gucken mal, dass wir das nächste Mal uns wirklich mal, wir haben das zwar schon mal gesagt, aber vielleicht mal auch Zeit nehmen, dass wir uns vorher ausgiebig mal treffen. Komischerweise, vorher hatten wir schon zusammen geschnackt, da lief das ohne Probleme. Und so während des Podcasts ist es dann immer ein bisschen schwieriger geworden. Ja, aber im Gegensatz zu mir hier hat sich ja auch nicht jeder extra Mikrofon und sowas zugelegt. Das müsst ihr halt auch verstehen, ne? Das ist ja immer so auf freiwilliger Basis, dass die Leute hier starten und dann machen wir das Beste draus und hoffen, dass es das nächste Mal, wenn der Andrea dabei ist, ein bisschen verständlicher ist. Aber selbst wenn der Andrea nur die Hälfte der Zeit verständlich war, ist es schon ein Mega-Gewinn für den Podcast. Von daher alles gut. Ja, natürlich auch wieder vielen lieben Dank an den guten Ferdi, wo ich sehr froh bin, dass er es heute Abend auch wieder geschafft hat. Denn beim Ferdi war es nicht hundertprozentig klar und er ist die nächste Zeit erstmal komplett ausgebucht. Das heißt, wir haben ihn jetzt hier nochmal dazwischen geschmissen, den Podcast. Und der Ferdi hat sich auch wieder Zeit genommen. Vielen lieben Dank, Ferdi, dass du wieder am Start warst. Ja, auch danke für die Einladung. Ich habe mich sehr darüber gefreut und ich habe mich auch gefreut, dass ich es da nochmal reinquetschen konnte, weil es macht mir auch immer große Spaß. Ist auch für mich
irgendwo eine Entspannung, mal ein bisschen abschalten vom Alltag, von der Arbeit und von allem, dass ich am Podcast teilnehmen kann, mal ein bisschen über mein Hobby schnackeln kann, sage ich jetzt mal so. Das ist immer schön, ich denke, das gehört auch dazu, dass man mal ein bisschen die Birne frei kriegt, mal ein bisschen was zu lachen hat und so weiter, weil immer nur Arbeit nach Hause wird mir auch verrückt. Und da ich weiß, was im nächsten Monat jetzt auf mich zukommt, bis dann zu meinem Urlaub, sage ich jetzt mal so, ist auf jeden Fall cool, dass wir das noch hingekriegt haben. Und nochmal, wie gesagt, vielen, vielen Dank für die Einladung. Gerne, immer gerne, ihr beiden seid immer gerne hier gesehen. Es macht immer viel Spaß mit euch, die Figure Talks zu machen. Ihr, wie gesagt, ihr zwei seid ja schon fast die Standard-Crew, was Figure Talk hier angeht. Und dementsprechend werden wir uns sicherlich wieder hören, wenn es zur Sideshow-Con irgendwas Gescheites gibt oder so, dass wir hier wieder ordentlich für euch durchballern, was die Themen angeht. Und ja, dementsprechend für die paar, die gerne sich das anhören hier mit dem Figure Talk, ist ja, würde ich sagen, so rein von den Podcasts, die ich mache, jetzt eher so nicht. Ding, die One-Six-Scale-Fans unter euch hören da gerne rein, aber die fordern auch immer, wann kommt der nächste Figure Talk, und dementsprechend haben wir hier mal wieder ein bisschen was abgeliefert. Ansonsten könnt ihr euch die nächste Zeit auch freuen. Es ist die E3 steht an, die Entertainment Expo oder Entertainment Electronic oder Electronic Entertainment Expo, so ist es, darum dreimal das E, wo die neuesten Games und so angekündigt werden. Da werde ich auch noch was dazu machen. Ja, in diesem Sinne, wir haben kurz nach 0 Uhr, beziehungsweise wir haben 20 vor 1. Wurde wieder relativ lang. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich würde sagen, wir hören uns dann bei dem nächsten Podcast, bei der nächsten Review, bei dem nächsten, was auch immer. Bis dann. Peace.